und du lernst für eine Kinder. Okay. Schönen guten Abend aus dem, na, nennen wir es heute mal, großen Sendesaal der IHK an der Wilhelmstraße in Wiesbaden zum Podium Citybahn. Am 1. November haben die Bürger die Wahl. Ein Bürgerentscheid wird darüber entscheiden, ob es in Wiesbaden eine Citybahn geben wird oder nicht. Mein Name ist Stefan Schröder, ich bin Chefredakteur der VRM-Gruppe. Ich bin nicht Chefredakteur des Wiesbadener Kurier, deshalb habe ich eine absolut neutrale Position eingenommen und werde durch diesen Abend führen. Was erwartet Sie auf Ihrem iPad, auf Ihrer Wohnzimmercouch, vielleicht sogar auf dem Fernsehbildschirm, wenn Sie dort YouTube empfangen können? Denn wir sind über Facebook und YouTube mit Ihnen verbunden. Wir werden Ihnen zuerst in einem Interview die Position der IHK darstellen. Das ist besonders interessant, weil die IHK vor noch wenigen Monaten in einer Sitzung der Vollversammlung ein anderes Ergebnis erzielt hat, als wir es jetzt hören. Das wird Christian Gastel, der Präsident der IHK, erläutern. Wir haben dann hier mit Martin Kraft und Matthias Lück zwei Vertreter der Bürgerinitiative Pro Citybahn. Und wenn ich sage hier, ist das schon fast wieder geschwindelt, denn sie sind auch nur virtuell anwesend. Es hat in der weiteren Umgebung der beiden einen Corona-Fall gegeben und deshalb haben sie mit Rücksicht auf uns sich entschieden, von zu Hause aus mitzudiskutieren. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir, weil das tatsächlich erst innerhalb von 24 Stunden neu eingerichtet werden musste, womöglich in der Tonqualität, vielleicht auch in der Optik nicht so optimal handeln können wie das ZDF, was das mit 3 Übertragungswagen und 25 Mitarbeitern auftritt. Aber wenn Sie hier sehen könnten, mit welchem Aufwand eine Tageszeitung, die alle nur aus Papier kennen oder viele, arbeitet, dann wären Sie, glaube ich, schon beeindruckt. Denn das geschieht ja auch von Ihren Geldern, die Sie uns bezahlen. Vielen Dank übrigens fürs Zugucken und sagen Sie es anderen auch, teilen Sie alles. Auch Sie können sich mitteilen übrigens über die Kommentarfunktion. Bei Facebook ist das gut möglich und das wird auch immer wieder hier hineingespielt. Wir haben weiter als Vertreter der Bürgerinitiative Mitbestimmung, die eine sehr kritische Haltung gegenüber der Citybahn einnimmt, Silvia Schob und Klaus Duda. Die sind hier vertreten in der IHK und wir haben auch als Unterstützer, wenn es um Sachfragen geht, wenn es um einen Faktencheck geht, Kai Mumme von der Citybahn GmbH und Nele Leubner, unsere Fachredakteurin aus der Lokalredaktion. Was Sie nicht sehen können, ist ein riesiges Team aus Technik, Kameraleuten, Tonexperten hinter den Bildern, denen ich jetzt schon mal danke für ihren Aufwand. Die sitzen seit Stunden hier und installieren diese komplizierte Technik. Ich möchte einiges noch zum näheren Ablauf sagen. Ad 1, ich bin ein unentschiedener Bürger und bin einigermaßen entsetzt über das Niveau der Auseinandersetzung. Herr Duda hat freundlicherweise in einer E-Mail an die Redaktion heute nochmal seine Position klargemacht. Und da tauchten so Begriffe auf, ich möchte nicht wie Trump auftreten, ich bin kein Hetzer, kein Verleumder, wir arbeiten nicht mit Fake News. Das hätte ich mir wirklich auch gewünscht. Ich fahre durch die Stadt und sehe Plakate, die nicht stimmen, die sachlich, fachlich falsch sind. Ich möchte gar nicht sagen, aus welcher Richtung, aber ich kann auch sagen, dass mich bestürzt, wenn Menschen angegriffen werden, die ihres Amtes walten. Vielleicht machen die Fehler, das kann sein. Aber jemanden persönlich angreifen, ihm Intuitionen oder Motive zu unterstellen, die nicht lauter sind, das ist nicht das Niveau der Auseinandersetzung, wie wir es in Wiesbaden kennen und wie wir es auch gerne wieder hätten. Und ich hoffe, dass das bis zum 1. November, ist ja noch ein bisschen Zeit, wieder versachlicht wird. Wenn wir jetzt also hier beinhart streiten, dann tun wir das fair. Das ist meine Bitte. Wir haben uns überlegt, dass wir das Projekt Citybahn nicht in voller Länge und Breite schildern können. Deshalb, das ist eine willkürliche Entscheidung, ich bitte, das jetzt schon zu entschuldigen. Wir haben 6 Themenkomplexe gewählt, von denen wir allerdings ausgegangen sind, dass Sie
als Diskutanten damit etwas anfangen können, weil es auch aus Ihrer Richtung immer wieder erwähnte Themenkomplexe sind. Ich will sie auch kurz erwähnen. Natürlich muss man darüber reden, ob es womöglich Alternativen gibt zum Projekt Citybahn. Das kann auch für Befürworter ein wichtiges Thema sein. Denn wenn man nicht alles geprüft hat, kann man nicht überzeugt sein von dem, was am Ende übrig bleibt. Das zweite Thema ist die regionale Anbindung. Wenn es zur Endausbaustufe kommt, dann hätten wir eine Verbindung womöglich von dem einen Eck Rheinland-Pfalz, wo die Arbtalbahn beginnt, bis zum anderen Ende, bis zur Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, nämlich Mainz. Das dritte Thema sind die Kosten. Ein sehr wichtiges Thema, bei dem man heute sicherlich auf den Zentimeter sagen kann, wie viel, aber man kann über den dicken Daumen schon einiges dazu beitragen. Der vierte Themenkomplex handelt von dem Thema Klima und Natur. Hier haben wir subsumiert auch das Thema, wie viele Bäume müssen fallen, wie leidet die Natur, wenn eine Bahn eingebaut wird, aber auch die Argumente, was hilft es, wenn wir eine Bahn haben, die womöglich mit Strom betrieben wird, der, so wurde es gesagt, nicht mit Kohle erzeugt worden ist. Fünftes Thema, Verkehrsfluss. Was macht das mit der Stadt? Wie wird es laufen? Wird es überhaupt laufen? Wird es nicht laufen? Und das sechste und letzte Thema für uns aus unserer Sicht ist die Stadtgestaltung. Wie wird die Stadt aussehen, falls eine Citybahn gebaut worden ist? Was tut das mit der Stadt? Es war das Thema Oberleitung genannt worden. Es gibt einen eigenen Gleiskörper. Auf der anderen Seite wird es womöglich verkehrsberuhigte Zonen geben, etc. pp. Sie kennen das. Sie sind alle sicherlich Zeitungsleser und haben heute auch diesen Aufschlag gesehen auf der Seite 2 des Lokalteils, bei dem auch sicherlich nochmal die wichtigsten Argumente bzw. Fakten genannt worden sind. Ich hatte angekündigt, dass wir mit einem Gast beginnen möchten, der eigentlich Gastgeber ist und dann auch noch Gastel heißt, also jetzt Schluss mit den Plattitüden. Herr Präsident, Christian Gastel, ist er gut zu sehen bei mir? Geben Sie mir ein Zeichen. Ich hoffe doch. Ja, wunderbar. Herr Gastel, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben tatsächlich eine erstaunliche Entwicklung innerhalb der IHK erlebt. Es ist zwar nicht dieselbe Vollversammlung, die seinerzeit gesagt hat, also Citybahn GmbH, das reicht uns nicht, wir sind nicht ausreichend informiert, um dem Projekt zustimmen zu können, aber jetzt war es September, dieses Jahres hat es geheißen, wir haben abermals abgestimmt und es hat eine Mehrheit, die einen sagen deutlich, die anderen sagen, es hat eine Mehrheit gegeben, die sich für das Projekt Citybahn ausgesprochen hat. Was ist passiert? Die einen sagen, sie sind vom Saulus zum Paulus geworden, die anderen sagen, vom Paulus zum Saulus. Das kommt immer auf die Perspektive drauf an. Ja, was ist passiert? Letztendlich, die Zeit ist natürlich weitergewandert und es sind einige, mehrere Fakten auf den Tisch gekommen. Und die haben wir versucht, eben auch sachlich zu würdigen und auch kritisch zu hinterfragen. Wir haben auch diese ganzen Prozesse, wie das Mobilitätsleitbild und so weiter, auch kritisch weiter begleitet, wie wir das auch bei unserem Zwischenbeschluss damals angekündigt haben. Denn uns geht es ja nicht darum, für oder gegen etwas zu sein, sondern wir wollen uns da mit einbringen, um am Ende des Tages auch für die Wirtschaft hier in Wiesbaden, wie aber auch in der Region, dafür sind wir ja nun auch zuständig, da die möglichst optimalen Bedingungen zu schaffen. So, was hat sich geändert? Es sind einige, mehrere Fakten dazugekommen. Was ursprünglich ja auch bemängelt worden war, war, dass so ein bisschen dargestellt wurde, die Citybahn sei so das Alleinstehungsmerkmal und würde alle Probleme lösen, ohne dass da irgendwie was drumherum ist. Da ist ja schon wesentlich mehr passiert. Es sind auch einige Gutachten, auch zu Fragen Wirtschaftlichkeit und so weiter, erarbeitet worden. Und das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass eben eine Mehrheit der jetzigen Vollversammlung gesagt hat, wir können uns dafür entscheiden. Klar ist aber auch, es gab durchaus auch einige Stimmen, die das kritisch sehen und die das auch weiterhin abgelehnt haben, mit auch durchaus nachvollziehbaren Argumenten. Und die bringen wir natürlich auch entsprechend weiterhin nach vorne, weil wir von Grund auf immer der Auffassung sind, wir müssen
die das gemittelte Interesse der Wirtschaft darstellen. Und das ist halt nun nicht immer eindeutig für die eine oder andere Richtung, aber es war die Mehrheit eben jetzt dafür. Was sind denn so Aspekte, die Sie geleitet haben, warum zugestimmt worden ist? Vielleicht können Sie im Nachsatz sogar noch mal sagen, was diejenigen, die weiterhin gegen eine Citybahn sind, was die anleitet. Also ich denke mal, was als Grundlage auf jeden Fall für alle, egal ob sie dafür oder dagegen waren, eine Grundlage war, ist einfach die Tatsache, dass alle gesagt haben, es muss was passieren. Also dass die verkehrliche Situation hier in Wiesbaden, aber auch im Kreis so auf Dauer nicht bestehen kann, das ist ja für alle, glaube ich, schon relativ klar. Da können sich auch viele dahinter versammeln. Es ist ja nur dann die Frage, wie gehe ich denn am Ende des Tages damit um? So, und ich denke mal, viele haben sich insoweit überzeugen lassen, dass man gesagt hat, okay, also Alternativen, eine wirkliche echte Alternative hat sich irgendwie nicht so aufgedrängt zumindest. Mhm. Zumindest kam das jetzt nicht so raus. Es sind ja einige Dinge auch schon geprüft worden. Da kann man den Experten jetzt glauben oder auch nicht, aber es drängte sich jetzt nicht so wirklich viel anderes auf. Und die Möglichkeiten haben sich schon durchaus als positiv dargestellt. Negativ ist natürlich weiterhin auch, was für Unternehmer natürlich sehr wichtig ist, die Finanzierungsfrage. Ja. Das war auch einer der Hauptkritikpunkte, dass man sagt, naja gut, das ist also ein so großes Projekt mit so vielen auch nachhaltigen finanziellen Auswirkungen in der Zukunft, ja, die man im Zweifelsfall noch nicht so hundertprozentig greifen kann. Das ist für Unternehmer natürlich immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, wenn man unternehmerisch nichts wagt, kann man am Ende des Tages auch nicht gewinnen. Und als Unternehmer weiß man auch nicht immer, ob jede Investition, die man tätigt, sich am Ende des Tages trägt. Das ist immer so eine Abwägungssache. Aber das ist sicherlich auch ein Kritikpunkt, auch dass das bislang immer noch nicht so klar, transparent hervorgebracht wurde, wie jetzt die Folgekosten aussehen. Also was kostet mich das in der Folge und wie habe ich das letztendlich dann einzusortieren? Das waren so die Punkte. Wie sieht es denn mit Ihren Mitgliedern im Rheingau-Taunus-Kreis aus? Ist da dieses Kräfteverhältnis ähnlich oder was vernehmen Sie von dort? Ob es da womöglich noch mehr Sympathien für diese Bahnverbindung gibt oder gibt es auch im Rheingau Leute, die sagen, ist mir gerade egal? Also ich denke mal, das ist natürlich auch differenziert. Das, was ich so wahrgenommen habe, ist schon, dass es insbesondere für den Rheingau-Taunus-Kreis und dann auch in Richtung Taunus gehend natürlich ein ganz wesentliches Thema ist, weil auch hier ist natürlich die Frage der Alternative und die stellt sich dann umso mehr, als dass ja immer wieder auch darauf hingewiesen wird, dass eine Reaktivierung der Ahrtalbahn in der Form, wie wir sie früher mal kannten, einfach wirtschaftlich nicht abbildbar und darstellbar ist. Und dann stellt sich natürlich wirklich die Frage, was soll denn da sonst passieren? Die Straßen sind irgendwo endlich, die PKW-Flüsse haben wir jetzt schon, die sich dann eben auch durch Wiesbaden durchziehen. Und für den Rheingau-Taunus-Kreis und insbesondere hinten Taunusstein-Bad Schwalbach ist dann am Ende des Tages eine Alternative nur schwerlich darstellbar. Mhm. Und insoweit ist da der Druck sicherlich auch noch deutlich höher, als er jetzt hier in der Wiesbadener Innenstadt ist. Gerade heute, sicherlich gezielt auf diese Veranstaltung hin, hat der CDU-Wirtschaftsrat Sektion Wiesbaden Veto eingelegt. Das sind Unternehmer, die sagen, wir sind gegen das Citybahn-Projekt. Ein wesentliches Argument, habe ich herausgelesen, ist, dass die Citybahn isoliert als Lösung betrachtet wird und es noch kein überzeugendes Mobilitätsleitbild gäbe. Ich habe aber mitbekommen, dass die IHK tatsächlich in der Diskussion um ein Mobilitätsleitbild sehr intensiv gefragt worden ist und auch mitgewirkt hat. Wie sehen Sie diesen Vorwurf? Gut, ich meine, letztendlich ist das ja auch immer eine Frage, wie ich bestimmte Dinge persönlich einschätze. Und es steht natürlich jedem frei, die Faktenlage für sich persönlich zu würdigen und dann zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist ein demokratischer Prozess und der gehört einfach auch dazu. Und bei uns in der Vollversammlung gab es ja auch einige, die in ihrem Entscheidungsprozess am Ende des Tages gesagt haben, wir können da nicht dafür stimmen. Sagen wir so, was uns oder was bei mir auch ankam während der Diskussion, die wir im Vorfeld auch diese Entscheidung geführt haben, war, dass schon einige Dinge angestoßen wurden mit dem Mobilitätsleitbild, aber auch zum Beispiel mit diesem Projekt DigiV, also dieser Digitalisierung der Ampelanlagen, um die Verkehrsflüsse zu steuern, die auch sehr positiv gesehen wurden, wo man gesagt hat, also es ist
schon nicht so, dass man sich jetzt nur auf die Citybahn konzentriert, sondern dass man auch versucht, andere Elemente noch mit zu berücksichtigen. Wie stark die dann jeweils ihre Wirkung entfalten, ist natürlich die nächste Frage. Aber es ist mitnichten so, zumindest ist das jetzt mein persönlicher Eindruck, dass man sich jetzt allein nur noch auf die Citybahn versteift. Das war vielleicht vor 2 Jahren, als wir den Zwischenbeschluss gefasst haben, so. Aber mittlerweile sind da schon mehr Elemente, die auch drumherum drapiert sind, dabei. Okay. Dr. Christian Gastel, IHK-Präsident, Gastgeber dieser Veranstaltung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank und eine schöne Veranstaltung. Danke. Dankeschön. Frage an Herrn Lück und an Herrn Kraft. Sind wir gut zu verstehen gewesen? Okay, gut. Ja, wunderbar. Ja, dann gehen wir jetzt zu den Parteien über. Ich würde gerne Frau Schob und Herrn Duda bitten, in einem kurzen Statement, 3 Minuten, wir haben hier eine unbestechliche Schiedsrichterin, die eine Stoppuhr bedient und Ihnen, ich glaube, die letzte Minute auch anzeigt. Sie haben jetzt Gelegenheit, kurz sich selber vorzustellen und auch Ihre Motive, warum Sie das Citybahn-Projekt ablehnen. Bitte schön. Mikrofon ziemlich nah an den Mund halten. Dankeschön. Okay. Bin ich zu verstehen? Ja. Guten Abend. Mein Name ist Sylvia Schob. Ich habe die 60 überschritten und bin seit 30 Jahren selbstständige Buchhalterin. Ich bin bei der BI Mitbestimmung von Anfang an und wie der Name sagt, geht es um Mitbestimmung und das haben wir bekommen. Der Bürgerentscheid ist da. Das war der Ursprung dieser BI. Mein Beruf führt dazu, dass ich mir gerade bei einer so langfristigen, kostenintensiven und generationenübergreifenden Maßnahme die einzelnen Aspekte aus unterschiedlichen Blickwinkeln angesehen habe. Und dabei ist mein Ergebnis, ich stimme mit Nein, weil ich der Meinung bin, wer eine solch suggestive Frage erfinden oder benötigt, um eine Zustimmung zu erreichen, hat für meine Begriffe keine wirklich brauchbaren, stichhaltigen und überzeugenden Argumente. Ja, guten Abend, mein Name ist Klaus Duda. Ich bin Bauingenieur, diplomierter Bauingenieur. Ich bin diplomierter Bauingenieur. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit der Planung und Bau von Eisenbahnen. Und aufgrund dieser Erfahrung sage ich Nein zu dieser Citybahn. Denn für mich ist diese Citybahn ein Kompromiss, ein schlechter Kompromiss zwischen dem, was eine Eisenbahn kann und dem, was eine Straßenbahn kann. Diese Citybahn bringt zusätzliche Gefahren in die Stadt, ohne damit wirklich einen Mehrwert gegenüber dem Bussystem zu liefern. Und um alle Haltestellen anzuschließen, müssen die Busse ja trotzdem noch fahren. Also für mich, aus meiner beruflichen Erfahrung, sage ich Nein zu dieser Citybahn. Ich stimme mit Nein, weil von Anfang an für meine Begriffe mit Zahlen getrickst wurde oder von Anfang an falsch gerechnet wurde, wie auch immer. Und mit diesen falschen Zahlen den Bürgerinnen und Bürgern Wiesbadens Schnäppchen, zusätzliche Kapazitäten oder Ähnliches suggeriert wurde. Dazu ein millionenstarkes Werbebudget mit geschönten Bildern. Da kann ich nur Nein sagen. Für mich ist die Citybahn unsozial. Sie erzeugt mehr Staus. Sie vernichtet Parkplätze. Sie ist unflexibel. Sie ist diskriminierend, da nur Singles ohne größere Einkäufe und gut zu Fuß mit von einer solchen Verbindung Vorteile haben. Sie bedeutet längere Wege zu, von und zwischen den Haltestellen. Sie hat keine höhere Kapazität, dafür aber viel Platzverbrauch. Sie ist ein Massentransportmittel, das gerade mit und nach Corona nicht mehr zeitgemäß ist. Das Ganze für 2 Stunden morgens, 1 Stunde mittags und an 39 Wochen im Jahr oder 185 Tagen im Jahr, also für ein halbes Jahr, bauen wir das dahin, ja, und haben davon nicht genügend. Wunderbar, das war fast eine Punktlandung. Eine schwierige Herausforderung für die Pro-City-Bahner, genau auch auf 3 Minuten zu kommen. Herr Kraft und Herr Lück,
die Bitte an Sie, laut zu sprechen, auch wenn es bei Ihnen in der Bude jetzt dröhnt. Sie sitzen im Westend, glaube ich, und im Norden der Stadt und bekommen vielleicht gleich Besuch von der Polizei, weil Sie so brüllen. Aber wir brauchen Akustik, damit auch Ihre Diskussionsgegner wissen, was Ihre Argumente sind. Bitte schön, die 3 Minuten starten jetzt. Ja, danke für das Wort und wir freuen uns, dass wir heute Abend hier auch dabei sein können. Bedanken uns bei der VRM, dass sie das noch möglich gemacht hat. Es ist nicht immer ganz einfach, in Corona-Zeiten solche Veranstaltungen zu machen und man sollte ja auf die Wissenschaft hören und solche Sicherheitsrisiken auch ausschließen. Deshalb melden wir uns beide hier aus dem Homeoffice. Mein Name ist Martin Kraft, ich bin selbstständiger Designer und Webentwickler und Dozent an den Hochschulen an Mainz und Wiesbaden. Und mein Kollege ist Matthias Lück, der ist Verkehrsplaner bei der DB Cargo. Und wir sind beide Mitglieder der Bürgerinitiative Pro Citybahn und beschäftigen uns auch schon seit mittlerweile rund 3 Jahren mit diesem Projekt. Ich möchte so ein bisschen anders anfangen. Wir haben jetzt sehr viel gehört an Angstvorstellungen, was dieses Projekt bei vielen Bürgern sicherlich auch hervorruft. Aber wir haben dankenswerterweise auch in dem Interview mit der IHK gehört, dass wir das ja nicht ohne Grund machen. Wir leben hier in einer Großstadt, in einer der 25 größten Städte dieses Landes. Und unter diesen 25 großen Städten gibt es nur 3 Städte, die kein Schienenverkehrsmittel haben. Und von diesen 3 Städten sind wir eine und wir sind eine Stadt, und ich denke, das wird niemand leugnen, die enorme Verkehrsprobleme hat. Und zwar nicht erst seit einem Jahr, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten. Wir diskutieren auch über das Thema, wie wir dieser Verkehrsprobleme Herr werden seit Jahrzehnten. Also wir machen das ja nicht aus dem Off heraus. Und die Frage, die hinter all dem stehen sollte, was wir heute Abend machen, ist, wie kriegen wir unsere Verkehrsprobleme gelöst? Wie sorgen wir dafür, dass es in Wiesbaden in 5, in 10, in 15 Jahren auch noch gut läuft, idealerweise wesentlich besser läuft, als es heute läuft? Und da haben wir die historische Struktur unserer Stadt, die halt mit der Menge von 150.000 Autos, die wir gerade haben, nicht zurechtkommt. Und da brauchen wir Lösungen, die eher dieser Stadt gerecht werden. Viele Untersuchungen, und wir waren selber Teil des Mobilitätsleitbildes, haben gezeigt, dass man dafür als Stadt in unserer Größe essentiell ein leistungsfähiges Verkehrsmittel wie eine Straßenbahn oder eine U-Bahn braucht. Und darum, dieses leistungsfähige Verkehrsmittel zu realisieren. Darum geht es bei allen Abwägungen, die da getroffen werden müssen, bei allen Detaildiskussionen, geht es jetzt am 1.11. darum, dieses Verkehrsmittel zu bekommen. Ich hoffe, man hört mich gerade, weil mein Handy gerade einen Anruf angehört hat. Man hat sie weiter gehört, nur nicht gesehen. Okay, jetzt bin ich wieder da. Ja, damit bin ich, glaube ich, mit meinen 3 Minuten durch. Von daher, wir freuen uns auf die heutige Diskussion und auf die spannenden Fragen, die da kommen. Toll, großes Kompliment an beide Parteien, sehr diszipliniert. Das gibt mir Hoffnung für die nächsten 6 Runden, die Sie auch durchhalten müssen. Was machen wir jetzt? Es gibt jedes Mal eine Vorgabe. Für das nächste Thema haben Sie beide wieder je 3 Minuten Zeit. Und nach dieser Runde frage ich Lisa Marie Christ, die für uns das beobachtet, was im Netz passiert, ob es dazu Kommentare oder Fragen aus dem Publikum gibt, die wir dann kurz noch behandeln werden, bevor es zum nächsten Punkt übergeht. Je nach Wichtigkeit aus unserer Sicht eines Themas vergeben wir 3 oder 5 Minuten. Am Ende können wir noch mal so ein Roundup machen, eine Zusammenfassung, sicherlich auch das, was unsere Zuhörer da draußen uns noch mitzuteilen haben. Wir beginnen mit der ersten Runde des Diskurses. Die Frage lautet, und die richte ich jetzt an die beiden Befürworter: Welche Alternativen gäbe es denn für die Citybahn aus Ihrer Sicht? 3 Minuten. Ja. Im Gegensatz zu dem, was immer wieder behauptet wird, sind wir nie diejenigen gewesen, die dieses Projekt als alternativlos hingestellt haben. Natürlich gibt es Alternativen, um die Hauptlast in so einem Verkehrssystem zu bewältigen. Und es gibt generell auch Alternativen für den Verkehr insgesamt. Die Citybahn ist ja kein Solitär, keine einzelne Maßnahme, die durchgeführt wird, sondern sie ist eingebettet in ein Konzept, was es möglich machen soll, dass Menschen multimodal mit dem Verkehr umgehen. Dass eben nicht mehr die Lösung auf jede Frage, wie bringe ich etwas von A nach B, wie komme ich von A nach B automatisch, das Auto ist,
was den Großteil unserer Verkehrsprobleme auslöst, sondern dass die Menschen, wenn sie sagen, ich muss nur mal einen Kilometer gehen, dann geht man den zu Fuß, dann leiht man sich dort ein Leihrad und fährt vielleicht die 4-5 Kilometer zur Arbeit. Und wenn es dann abends regnet, dann steigt man in einen vernünftigen, guten und attraktiven ÖPNV und fährt nach Hause. Wenn es dann der Familienbesuch auf dem Land ist, dann ist es vielleicht dann doch mal das Auto. Aber diese Mischung, das ist das, was wir insgesamt brauchen. Und das, was uns im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Städten fehlt bei dieser Mischung, ist das leistungsfähige Verkehrsmittel, was es uns insbesondere zu Stoßzeiten ermöglicht, bequem und attraktiv trotzdem viele Menschen durch die Stadt zu bringen. Und bei vielen Menschen reden wir jetzt nicht von ein paar hundert, sondern wir reden von einer prognostizierten Fahrbahndichte oder einer prognostizierten Fahrgastdichte in der Stadt von rund 40.000 Leuten am Tag zwischen Hauptbahnhof und der Innenstadt. Und diese Anforderungen, die erfüllen nur relativ wenige Verkehrsmittel. Und von diesen Verkehrsmitteln, die alle im Rahmen des Mobilitätsleitbildes geprüft wurden, ist die Straßenbahn für Wiesbaden mit Abstand das am vielversprechendste. Das ist ein Konzept, das auf dem Tisch liegt. Ein Konzept, was wirklich detailliert geprüft und ausgearbeitet wurde. Und das, was sehr schade ist in dieser Diskussion, in dieser langen Diskussion, die wir fahren, dass diejenigen, die dieses Konzept ablehnen, es in 2 Jahrzehnten Diskussionen in Wiesbaden nicht geschafft haben, ein eigenes Alternativkonzept zur Lösung desselben Problems vorzulegen. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber das kann ja auch nachwirken, wenn man etwas nicht gesagt hat. Jetzt sind die Mitglieder der Bürgerinitiative Mitbestimmung beim Wort zu nehmen. Herr Duda übernimmt diesen Punkt. Ja, ich fange mal als Techniker an. Einmal Ahrtalbahn hieß es ja, wie der Herr Gastel vorhin gesagt hat, in der Funktion, wie sie früher einmal war, soll sie natürlich nicht reaktiviert werden. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Ein anderes Verkehrsmittel in die Stadt rein, dass die Leute in Dotzheim aussteigen und mit der Straßenbahn in die Stadt fahren, damit sie nicht die Schleife rumfahren. Also meine Alternative wäre, die Ahrtalbahn zu reaktivieren. Gerade bis zum Dotzheimer Bahnhof. Wie bitte? Bis zum Dotzheimer Bahnhof dann, ja? Nein, aber anbinden an die S-Bahn, an den Bahnhof Wiesbaden-Ost, an die Spange, an die Wallauer Spange. Und technisch ist das machbar. Soweit reichen meine privaten Mittel, um das zu prüfen, um eine richtige Planung zu machen. Das kostet Geld und das haben wir leider nicht. Wenn wir das Werbebudget für uns hätten, dann hätten wir auch noch ganz andere Alternativen hier präsentieren können. Das ist keine Frage. So, und dann zu der Citybahn. Natürlich vom Hauptbahnhof in die Stadt rein ist ja großer Verkehrsbedarf. Die Citybahn fährt ja dann im Endeffekt aus technischen Gründen auch gar nicht so ganz in die Stadt rein, sondern in die Rheinstraße. Da ist die Innenstadt eigentlich zu Ende. Man muss dann darüber laufen, über den Luisenplatz, um die anderen Busse zu erreichen. Und die jetzigen Busse, die kommen ja alle von irgendwo zum Hauptbahnhof und decken viele Richtungen ab, die Citybahn gar nicht benutzt und fahren anschließend, wenn sie aus der Stadt raus sind, wieder in viele Richtungen. Und das kann die Citybahn nicht. Die bietet auf einer Trasse eine große Kapazität, aber eben nur auf dieser einen. So, und dann noch, wenn man also dieses Konzept, dass man eben nicht alles durch die Friedrichstraße und die Luisenstraße schickt, auch auf die Busse übertragen würde, dann könnte man ja auch die Hälfte der Busse über die Rheinstraße schicken, wie man das jetzt mit der Citybahn macht. Dann hätte man das gleiche Problem am Luisenplatz, dass man halt einen weiteren Weg hätte zum Umsteigen, aber die Busse würden nicht, wie es hier immer als Argument heißt, hintereinander im Stau stehen. Mhm. Also soweit mal zu der Technik. Und gut. Ich würde das gerade gerne noch ergänzen, weil das ist genau der springende Punkt, was ich vorhin auch mit Zahlen meinte. Wenn man mal ehrlich sich das Ganze anschaut, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir dürfen ja keine PPT, das funktioniert ja hier nicht. Aber wenn man sich das mal ansieht, dass 2 bzw. 3 große Gelenkbusse, die sind 18 Meter lang,
befördern 151 Personen. Das bedeutet 450 Personen auf 60 Meter. Die Citybahn braucht 70 Meter für weniger Personen. Und sie kommt aus einer Richtung und fährt in eine Richtung. Drei Busse kommen aus drei Richtungen und fahren in drei Richtungen. Das alleine ist schon wesentlich flexibler. Und das jetzt noch anders hier in Wiesbaden umgesetzt, wäre eine Alternative. Aber wir sind keine Planer. Die Planer hier haben nur für die Citybahn geplant. Sie sind beauftragt, die Citybahn zu planen. Und es wurde nie jemand beauftragt, mit dem gleichen Geld was anderes zu planen. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, mittlerweile muss man leider sagen, fast eine Lüge, die weiter im Umlauf ist. Diese angeblich 150 Leute, die in einen Gelenkbus passen. Wir haben im Jahr 2018 einen Versuch gemacht, in dem wir genau das ausprobiert haben, wie viele Leute in einen Gelenkbus passen. Und wir sind auf knapp über 100, 109 gekommen mit echt viel Quetschen. Der Grund, weshalb diese Zahl immer wieder auftaucht, und das kann vielleicht der Herr Mumme besser sagen als wir hier, genau, Herr Kraft, ich spreche da jetzt auch unhöflich, das ist genau die Situation für den Faktencheck. Herr Mumme ist ja nicht nur der Cityplaner, sondern der ist ja auch Experte für Verkehrstechnik. Was ist denn jetzt dran an dem Argument, wir können Busse herbeischaffen, die jetzt hochgerechnet etwa zwei Drittel von dem an Kapazität doch schaffen und wesentlich flexibler und beweglicher sind? Grundsätzlich ist es so, bisschen lauter bitte. Grundsätzlich ist es so, dass in einem Gelenkbus, das sind die Informationen der SW, die ich mitnehme, kalkuliert wird, dass 100 Personen in einen Gelenkbus reinpassen. 100. Auf der Homepage steht 150. In einer Straßenbahn, in einem einzelnen Straßenbahnwagen passen mindestens 200 Personen rein und wenn in Doppeltraktion gefahren wird, sind es 400. Somit wird oben im Prinzip eine Doppeltraktion Straßenbahn ersetzen zu können, werden im Prinzip 4 Doppelgelenkbusse eingebaut. Aber Frau Schob hat eine andere Zahl gefunden. Wie kann denn das zu dieser Zahl kommen? Das steht auf der Homepage von SW Verkehr, wenn es um die Kapazitäten der Busse geht. Und dann gibt es Einzelbusse, Solobusse und dann gibt es Gelenkbusse. Und da sehen Sie genau, wie viele Sitzplätze und wie viele Stehplätze. Ja. Und was eben bei der Citybahn dann auch verschwiegen wird, das wird zwar 220 Personen angegeben, aber Sie brauchen ja Türen auf der rechten und auf der linken Seite. Das bedeutet, dass da keine Stell- und Sitzplätze, also wenn ich jetzt mit einem Rollator komme und möchte eigentlich den Klappsitz da haben, funktioniert das nicht, weil es muss ja nach beiden Seiten ausgestiegen werden können. Das nimmt ja wieder Platz weg. Also mir geht es darum, dass man einfach mal ehrlich miteinander vergleicht. Und deswegen haben wir das auch mal so aufgezeigt, weil es immer so heißt, eine Citybahn, da gehen so und so viele Busse rein, theoretisch, oder Autos. Und das finde ich einfach nicht fair. Ja. Herr Lück will noch etwas dazu sagen. Meter stehen und keiner von denen hat dabei Gepäck dabei oder einen Rollator oder einen Rollstuhl, dass ausgerechnet die Vorsitzende vom Seniorenbeirat, das fordert es echt fernab der Realität. Ja. Ja, und die Variobahn Mainz-Bahn ist zum Beispiel nur für 178 Personen zugelassen. Und auch da ist es so, dass es eine genaue Angabe vom Hersteller gibt. Woran sollen wir uns dann, wir sind keine Planer, orientieren, außer dass wir hingehen und sagen, wir machen Faktencheck, weil ja sonst nicht gemacht wird. Wir schauen uns an, was ist wofür zugelassen, wie viele Leute werden da können theoretisch transportiert werden. Natürlich ist es immer schöner, wie unter Corona-Bedingungen, dass eben nur die Hälfte der Leute vielleicht rein dürfen und dass ein entsprechender Abstand gehalten werden muss. Das ist immer bequemer. Deswegen bleiben auch viele Leute beim Auto, weil das ist individueller bequemer. Ich habe meine Privatsphäre dort und kann hören, was ich will. Ich kann fahren, wie ich will. Ich kann singen, wie ich will oder was auch immer. Das geht alles nicht, weder im Bus noch in einer Straßenbahn. Ich fände es ganz schön, wenn man... Aber der Herr Kraft beharrt darauf. Herr Kraft hat gesagt, wir haben es getestet. Wir waren in so einem Bus. Wenn die Frau Schob den Faktencheck tatsächlich gemacht hat, von dem sie gerade spricht, dann würde sie das nicht erzählen, was sie hier erzählt. Das ist nämlich schlicht und ergreifend die Unwahrheit.
Es gibt die Herstellerangaben. Die Herstellerangaben sind Achslastangaben. Das heißt, der Hersteller nimmt einfach das Gewicht, was die Achse des Busses aushält, teilt das durch, ich glaube, 75 Kilo und kommt dann auf eine Personenzahl. Und diese Personenzahl, wie Matthias Dück das schon richtig gesagt hat, würde bedeuten, dass auf der Größe eines Wahlplakates 7 Leute stehen müssen. Das ist einfach absurd. Bei Straßenbahnen hingegen ist es so, dass die Straßenbahn nach einer Norm arbeiten, wo ungefähr 4 Leute pro Quadratmeter, das ist auch noch immer sehr kuschelig, aber mit diesen 4 Leuten pro Quadratmeter kommt man bei Bussen etwa auf 100 Leute und bei den Straßenbahnen, wie der Herr Murmel voll richtig sagt, auf etwas mehr als 200 Leute bei den Straßenbahnen, die in Wiesbaden geplant sind. Dass es in Mainz etwas weniger ist, hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass in Mainz 2,35 Meter Bahnen unterwegs sind und in Wiesbaden mit 2,65 Meter breiten Bahnen geplant wird. Und ich finde es ehrlich gesagt, und das ist dann auch mein letzter Satz dazu, ziemlich absurd, dass wir in einer Stadt, wo der Großteil des Verkehrs dadurch ausgelöst wird, dass eine einzelne Person in einem 20 Quadratmeter großen Auto sitzt, dass wir darüber diskutieren, ob wir 4 oder 7 Leute auf einen Quadratmeter in dem ÖPNV stecken. Wir müssen doch mal daran denken, dass die Menschen den ÖPNV nur dann nutzen werden, wenn er bequem ist. Herr Kraft, das ist sicherlich auch richtig, wenn Sie es getestet haben. Aber wir müssen ja der Frau Schob auch zubilligen, dass sie nicht die Möglichkeiten hat, sich sachlich, fachlich zu informieren, außer zum Beispiel einer Homepage, die sie mir jetzt gerade vorgelegt hat. Und der Screenshot sagt 106 Stehplätze, 45 Sitzplätze oder umgekehrt. Man kann in der Addition also angeblich mit 150 Leuten mit diesem Bus fahren. Und das ist eine offizielle Homepage. Also ich will nur vorschützen. Ja, aber bitte nicht jetzt sagen, Unwahrheit kann nicht sein. Sie hat es ja bewiesen. Also insofern haben Sie einen Beweis erbracht und Frau Schob. Sie haben es getestet, sie hat es gelesen. Können wir uns darauf einigen? Leider nicht darauf einigen, weil dieses Thema diskutieren wir jetzt schon seit 2 Jahren. Und seit 2 Jahren ist es eigentlich richtig gestellt worden, wo diese Zahlen herkommen. Herr Schröder, Sie kennen wahrscheinlich... Nicht vom Hersteller, die sind von SW. Ja, wir haben bei der SW auch schon mehrfach kritisiert, dass sie die Herstellerangaben auf die Seite getippt haben. Das Problem ist... Ja? Also ich würde jetzt an dieser Stelle ganz gerne das Ganze ein bisschen zusammenfassen und eingreifen und mit dem, was ich für Informationen habe, hier arbeiten. Ich habe mit Jörg Gerhardt, dem Geschäftsführer von SW Verkehr, zu genau diesem Thema gesprochen. Es ist richtig, also es ist eigentlich beides richtig. Die SW Verkehr veröffentlicht auf ihrer Homepage die technischen Daten. Das hat der Herr Kraft, der Herr Mummer haben es jetzt beide schon erklärt. Das hat was mit den Herstellerangaben zu tun, mit der Achslast und so weiter, wie viel von der Achslast her überhaupt in diesen Bus passen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich der Wohlfühlfaktor im ÖPNV. Und das ist natürlich, wenn ich da dicht an dicht und super dicht gedrängt stehe, ist das natürlich die andere Seite der Medaille. Also man muss hier schon die Herstellerangaben, die SW Verkehr veröffentlicht und quasi den Wohlfühlfaktor im ÖPNV und was ist realistisch möglich unterscheiden. Jetzt könnte es ja sein, dass die Herstellerangaben für die Bahn genauso Herstellerangaben sind und den Wohlfühlfaktor ignorieren. Genau. Da würde ich an den Herrn Mumme weitergeben. Herr Mumme. Genau so ist es. Die Herstellerangaben für die 2,65 Meter Bahnen bei Doppeltraktion gehen davon aus, dass bis zu 440 Personen, je nach Ausstattung, man kann die Ausstattung innen drin relativ variabel gestalten, sogar weitaus mehr Personen noch reinpassen. Wir gehen aber zum heutigen Stand, da wir auch davon aus und rechnen auch damit, dass maximal 200 Personen dort mitfahren pro Einzelbahn, das heißt in Doppeltraktion 400, weil wir zum jetzigen Planungsstand die Innenausstattung der Bahnen überhaupt noch nicht beplant haben. Vielen Dank. Damit ist, glaube ich, auch die Frage, die rhetorische Frage von Dorothee Riemeier beantwortet, die in einem Kommentar gefragt hat, Sie behaupten, in einen Gelenkbus würden 150 Menschen passen. Finden Sie das zumutbar? Gut, das ist sicherlich relativ und hat etwas mit dem Wohlfühlfaktor und anderen Faktoren zu tun. Meine Herren, meine Damen, wir gehen in die zweite Runde. Wir haben uns schon ein bisschen verquasselt, aber das ist ja auch zur Klärung des Sachverhaltes sehr wichtig gewesen. Sie haben wieder jeweils 3 Minuten Zeit. Diesmal beginnen die Mitbestimmer.
beim Thema regionale Anbindung. Davon haben wir gerade schon etwas gehört. Welche Bedeutung hat es, wenn man die Citybahn nimmt, für die Anbindung zwischen den beiden Landeshauptstädten, aber auch für die von vielen im Rheingau-Taunus-Kreis benannte positive Wirkung für Bad Schwalbach, Taunusstein, vielleicht auch umliegende Gemeinden? Bitte schön. Also, einmal ist es ja so, dass die beiden Landeshauptstädte ohnehin schon verbunden sind. Sie haben entweder die Möglichkeit, mit dem Bus entsprechend nach Mainz zu fahren. Genauso haben Sie die Möglichkeit, mit Bus von unserer Seite aus und dann mit der S-Bahn oder sogar mit der Regionalbahn hinzufahren, was auch relativ fix geht. Also die Verbindung ist da. Was sehr wünschenswert wäre, ist die Wallauer Spange und den Anschluss dort, dass wir endlich von Wiesbaden aus, wenn es regional ist, auf einem schnellen Weg nicht nur an den Flughafen können, sondern zum Beispiel auch nach Darmstadt, wo ich arbeite, und ich versuche es immer wieder mit Zug und Bahn und Bus, und das ist eine Katastrophe. Ich bin deutlich schneller mit dem Auto. Also, ich hätte gerne Alternative, würde ich mein Auto stehen lassen. Und genauso ist es mit Frankfurt. Nur mit Frankfurt haben wir ja das Problem, dass die S-Bahn-Strecke überlastet ist. Die Bundesbahn ist ja am Überlegen, wie sie es hinbekommt, dass sie eine zweite S-Bahn-Strecke hat. Und wenn wir dann sagen, wir haben die Ahrtalbahn und reaktivieren die, genauso wie es Herr Duda sagte, und gehen bis zum Hauptbahnhof und können dann eben entsprechend weitergehen und sagen, wunderbar, super, da geht's nach Frankfurt oder in den Main-Taunus-Kreis. Ich glaube, da hätten wir eine optimale Anbindung, noch dazu, wenn wir die entsprechende Spurbreite verwenden können. Und wenn wir dann noch hingehen würden und würden es machen wie Infrasurf in Höchst, die ja mit Wasserstoff arbeiten und diese Bahn, ich weiß nicht, ist nicht Lenzesbahn oder wie die heißt, das ist eine Bahn, die mit Wasserstoff schon betrieben wird, dass wir sagen würden, wir machen hier auch was Neues, was Innovatives und haben damit eine regionale Anbindung. Und es ist ja bereits im RMV heißt ihr System, diese Bahn verstärkt worden, wo sie aus Eltville etc. direkt durchfahren können nach Frankfurt, was ja super angenommen wird. Da ist der Bedarf und das geht alles um Wiesbaden herum und es würde unsere Stadt entlasten vom Durchgangsverkehr, wenn wir ordentlich außenrum planen würden. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin kein Planer. Ja. Jetzt sagen Sie mal kurz, es gibt noch wie viel? Maximal eine Minute. Ja, eine Minute. Darf ich als Planer auch noch mal was dazu sagen? Also wegen der Anbindung Bad Schwalbach, Taunusstein. So, besser? Bad Schwalbach-Taunusstein wäre ja mit einer Normalspurbahn, wir waren ja gerade beim Wohlfühlfaktor, da können die Fahrzeuge 3,10 Meter breit sein, nicht nur 2,65 Meter, wesentlich besser angebunden. Und viele von denen, die aus Taunusstein kommen, wollen ja nicht unbedingt nach Wiesbaden, sondern die wollen weiter nach Mainz. Also wenn man die Ahrtalbahn natürlich modernisiert, reaktiviert auf Normalspur, ihr die Anbindung an die Hauptwiesbadener Bustrassen gibt, nämlich an der Schiersteiner Straße, an der Biebricher Allee und zwar kreuzungsfrei und auch noch oben, dann wäre das wirklich eine Alternative und würde auch den Busverkehr in Wiesbaden entlasten und die Durchfahrtsstraße. Okay, vielen Dank. Die beiden Herren im Homeoffice, wer möchte antworten? Ich kann es gerne tun. Also wir sollten aufpassen, dass wir nicht Regionalverbindungen wie jetzt die S-Bahn und die lokale Erschließung, wozu ich auch Mainz und den Rheingau-Taunus, die Rheingau-Taunus-Vororte in Anführungszeichen, hierfür werde ich bestimmt geköpft, in Klammern zu, zähle, das sollten wir nicht verwechseln. Was die Regionalanbindung bzw. die generelle Zuganbindung angeht, muss ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung als regelmäßiger Zugnutzer sagen, ist das Unangenehmste an einer Zugfahrt von und nach Wiesbaden der Weg von und zum Bahnhof. Und da stimme ich ja offensichtlich mit der Frau Schob überein. Wenn ich morgens beispielsweise, um nach Mainz an die Hochschule zu kommen, in eine S-Bahn, zur S-Bahn kommen muss am Hauptbahnhof, dann ist es eben nicht getan mit den nominell 13 Minuten, die die S-Bahn von hier vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof braucht, sondern dann muss ich ja erstmal zum Hauptbahnhof kommen. Und wenn die Busse so chronisch unpünktlich sind, wie sie in Wiesbaden chronisch unpünktlich sind und wenn sie so überfüllt sind, dann ist das keine attraktive Verbindung. Ich will gar nicht aufzählen, wie häufig ich schon die S-Bahn wegen so einem überfüllten, im Verkehr feststeckenden Bus verpasst habe.
Dasselbe gilt natürlich auf der anderen Seite. Auch auf der anderen Seite muss ich ja dann gegebenenfalls wieder in den Bus umsteigen, um zur Universität, um in die Innenstadt zu kommen. Das heißt, ich habe, wenn ich die S-Bahn als die Normverbindung nach Mainz rüber betrachte, eine zweifach gebrochene Verbindung. Und das ist vielleicht der Grund, weshalb viele Leute trotz des auch niedrigeren Komforts die Buslinie 6 nehmen, obwohl sie viel, viel länger braucht als die S-Bahn, weil sie eben eine gewisse Verbindungszuverlässigkeit bietet. Die Verbindungszuverlässigkeit, die aber bei Weitem nicht an das heranreicht, was wir mit einer Straßenbahn erreichen könnten. Das heißt, die lokale Verbindung, und da muss man Mainz und Wiesbaden tatsächlich als ein großes städtisches Ballungszentrum betrachten mit fast mehr als einer 500.000 Einwohnern. Diese lokale Verbindung ist so wichtig, dass sie ein Rückgrat wie diese Straßenbahn unbedingt rechtfertigt. Das zweite ist die Anbindung des Rheingau-Taunus-Kreises. Und hier muss man sich auch mal ehrlich machen. Die Reaktivierung der Ahrtal-Route wurde mehrfach geprüft und ist mehrfach an der Finanzierung gescheitert. Sie ist auch an den Widerständen gescheitert, unter anderem Widerständen von Bürgerinitiativen in Wiesbaden, die dann Busse statt Ahrtalbahn hießen und die heute wieder gegen die Citybahn auf die Straße gehen. Das heißt, diese Reaktivierung der Ahrtalbahn ist ein Thema, was so oft diskutiert wurde, dass es einfach für unfair dem Rheingau-Taunus-Kreis gegenüber wäre, wenn man jetzt die am weitesten gediegene Planung, die es in dieser Hinsicht jemals gab, und das ist die Citybahn, wieder abwürgen würde und damit die Städte Taunusstein und Bad Schwalbach am ausgestreckten Arm verhungern ließe. Es gibt einen großen Vorteil, den die jetzige Form der Anbindung hat gegenüber der über die Rheine-Ahrtal-Bahn. Und das ist der Vorteil, dass man eben nicht am Hauptbahnhof in die jetzt schon überfüllten Busse umsteigen muss und auch nicht in der Schiersteiner Straße und auch nicht in Dotzheim, sondern dass man eine direkte Verbindung nicht nur in die Stadt, sondern auch zu den Hochschulen, zu Infrasurf und bis nach Mainz rüber hat. Und das ist für die Pendler, die aus dem Taunus kommen, wirklich Gold wert. Vielen Dank. Gibt es, Frau Christ, Bemerkungen aus dem Publikum, Ergänzungen? Ja, meine reizende Assistentin eilt herbei und hat die schönste Schrift von Wiesbaden. Fragen an Herrn Duda. Ich lese einfach ab. Die Reaktivierung der Ahrtalbahn ist nicht förderfähig. Wie soll das finanziert werden, wenn Bund und Land kein Geld dazugeben? Ich weiß nicht, wie diese Aussage zustande kommt. Weder die Aussage, dass es nicht förderfähig ist, noch die Aussage, dass das alles schon vielfach untersucht wurde. Seit 1997 ist dieses damals Stadtbahn, jetzt Citybahn-Thema schon aktiv. Und seitdem geht es nur in diese Richtung. Was anderes wurde nicht untersucht, meines Wissens. Wenn jemand eine andere Untersuchung kennt, gerne Informationen dazu, dann gucke ich mir das auch gerne an und lasse mich auch gerne überzeugen. So, das ist die eine Sache. Ich gehe davon aus, da es ja ein Projekt gibt auf Bundes- und Landesebene, dass die ganze Ahrtalbahn von Diez bis Mainz, also bis zumindest bis zum Anschluss reaktiviert wird, dass man darüber reden kann, dass man da Potenzial drin sieht. Und eigentlich kommt jetzt die Citybahn dazwischen und produziert eine Lücke. Ja? Also der Rheingau-Taunus-Kreis hatte 2017 schon mal 1 Million Euro in den Etat probiert einzustellen, um die Strecke anzukaufen und wieder funktionsfähig zu machen. Nicht für eine S-Bahn, sondern nur für den touristischen Verkehr. Und dann kam in Wiesbaden die Citybahn um die Ecke und da haben sie das Ganze wieder gestoppt und haben gesagt, dann braucht man das Geld nicht ausgeben, wenn das die Citybahn macht. Vielen Dank, Herr Duda. Wir haben von Herrn Mumme eine Wortmeldung. Ich würde sagen, das ist... Ja, bitte, Herr Lück. Ich habe... VCD sei Dank, hier einen ganzen Ordner stehen, der den Titel trägt NKU-Untersuchungen zur Ahrtalbahn. 2003 war eine, 2005 war eine, 1998 war eine. Also die Aussage, dass seit Ende der 90er keine NKUs zur Ahrtalbahn mehr stattgefunden haben, möchte ich damit einfach widerlegen. Die haben mehrfach stattgefunden. Also dies ist eine Aussage, die dann wahrscheinlich auf, Okay, Herr Mumme kann aber auch etwas zur Weitsicht beitragen.
Das kann ich. Der Herr Lück hat völlig recht. Es gibt mehrere Untersuchungen zur Reaktivierung der Ahrtal-Strecke. Können wir nochmal das Wort, die Abkürzung NKU kurz aufnehmen? Das ist eine Nutzen-Kosten-Untersuchung, ein standardisiertes Bewertungsverfahren vom Bund. Und bei Infrastrukturprojekten muss mit Hilfe der NKU-Berechnung nachgewiesen werden, dass der Nutzen-Kosten-Koeffizient größer 1 ist. Das heißt also, dass der volkswirtschaftliche Nutzen größer ist als das, was man einsetzt. Sonst gibt es gar kein Geld. Ansonsten sind solche Projekte grundsätzlich nicht förderfähig vom Bund und vom Land. Ja. So, und bei diesen Untersuchungen, die der Herr Lück auch gerade angesprochen hat, kam halt heraus, dass eine reine Reaktivierung der Ahrtal-Strecke nicht den Nutzen bringt, den die Kosten letzten Endes verursachen und deswegen im Grunde nach nicht förderfähig sind. Und deswegen hat man davon Abstand genommen. Gut. Darf ich da kurz was dazu sagen? Weil, soweit ich weiß, ist aber auch nie geprüft worden unter den neuen Bestimmungen, weil es gibt EU-Fördergelder, insbesondere für neue oder neuere Energieträger, sodass man also sagen würde, wenn man beispielsweise die Ahrtalbahn versuchen würde zu reaktivieren, von der Strecke her, aber mit ganz anderen Mitteln und mit anderen Fahrzeugen oder Antriebstechniken, dann gibt es nämlich wieder Fördergelder. Aber das ist ja bisher nicht untersucht worden, weil es die ganze Zeit um die Citybahn ging und weil man dachte, die könnte dann auf dieser Strecke eventuell fahren. Ist das so richtig? Ob das richtig ist, kann ich nicht beurteilen, da ich die Fördertöpfe der EU nicht kenne. In dem Umfang, was es da tatsächlich gibt, es mag sein, dass es für alternative Antriebsenergien oder sowas Fördertöpfe gibt. Das, wie gesagt, mag so sein. Das obliegt aber dann dem Eigentümer der Strecke, das entsprechend zu untersuchen. Und wenn hier entschieden wird, eine Citybahn zu installieren und das zu untersuchen, dann wird auch das entsprechend untersucht für die Citybahn als Straßenbahn. Gut, da kann ich ein ganz kleines Stück zur Aufklärung beitragen. Per Zufall bin ich morgen Moderator einer Veranstaltung in Taunusstein. Die dürfen dreimal raten, welchen Titel die hat. Und da hat sich der Landrat eigens dazu eingeladen, um ein Plädoyer für die Citybahn zu halten. Also es scheint so zu sein, dass dort die Meinung eher in Richtung Citybahnverbindung geht. Aber das werden wir vielleicht übermorgen noch besser wissen. Wir sind, ja, Herr Kraft. Vergessen wird, in Taunusstein steht die Zeit ja auch nicht still und in Taunusstein wurde fleißig gebaut in den letzten Jahren und gerade im Umfeld der Ahrtalbahntrasse dort wurde relativ nah an die Strecke rangebaut. In dem Augenblick, wo wir diese Trasse wieder als normale Bahntrasse in Betrieb nehmen, haben wir halt das Problem, dass darüber auch gegebenenfalls Güterzüge laufen können. Das gilt übrigens auch für die Leute, die an der Waldstraße wohnen. Das wäre bei einer Citybahn, bei einer Straßenbahntrasse nicht der Fall. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass eine Reaktivierung für den regulären DB-Betrieb auch da auf Widerstand stoßen. Okay, danke, Herr Kraft. Ich hoffe, Sie haben noch Luft. Tut mir leid, Herr Duda, wir müssen weitermachen. Wir haben nämlich das Thema Kosten vor der Brust. Und ich glaube, das ist Ihnen mindestens genauso wichtig. Sie bekommen dafür auch 5 Minuten, die Sie anlegen können. Ich würde sagen, jetzt wer war zuletzt aufgerufen? Ich glaube, das waren die beiden Mitbestimmer. Jetzt sind also die Männer aus dem Homeoffice wieder dran. Das Thema lautet Kosten. Ist die Citybahn diesen Preis wert? Ich nenne noch mal ein paar Zahlen, die Nele Leubner heute veröffentlicht hat, die aber sicherlich auch vielen schon bekannt sind. Man geht von 511 Millionen Euro aus. Man muss sicherlich noch dazu sagen, bis 2026 wird es weitere Kostensteigerungen geben, die ganz einfach wegen der höheren Preise hinzukommen. Man rechnet etwa 78 Millionen für Schienenfahrzeuge sowie einen jährlichen Unterhalt von 1,7 Millionen. Die Betriebskosten werden noch nicht angegeben, weil man sie womöglich noch nicht so konkret berechnen kann. Ihnen ist das aber diese Kosten wert, was Sie befürworten, nämlich die Citybahn zwischen Mainz und Bad Schwalbach. Ja, bei Kosten ist natürlich immer ein sehr heikles Thema, weil die Kosten, die Infrastrukturprojekte verursachen, meistens die Kosten, die wir uns als Otto Normalverbraucher so vorstellen können, übersteigen. Wir sind da schnell in dreistelligen Millionenbereichen und dreistellige Millionenbereiche, die kann ich mir persönlich nicht vorstellen und ich denke auch die meisten Leserinnen und Leser nicht.
Deshalb hilft es, das ganze Thema so ein bisschen in Relation zu setzen, um darüber zu reden, von welchen Kostendimensionen sprechen wir. Eine gute Maßschnur ist da zu sagen, man geht auf einen Kilometer runter und schaut sich mal an, was so ein Kilometer von verschiedenen Verkehrsmitteln kostet. Und ein Kilometer Straßenbahn, so wie auch die Citybahn geplant ist, kostet, was Baukosten angeht, so ungefähr 10 bis 11 Millionen Euro. Das ist ein Haufen Geld. Aber das ist beispielsweise genauso viel, wie der Kilometer Bölkestraße gerade in Kastell kostet. Also wir sind eigentlich in einem Maßstab, der vergleichbar ist mit einer aufwendigeren Straßenausbauarbeit. Wir sind bei weitem nicht in dem Maßstab wie eine U-Bahn. Eine U-Bahn fängt eher so bei 100 Millionen pro Kilometer an. Und wir sind auch noch nicht bei Autobahnen, die ungefähr in derselben Größenordnung rangieren. Das heißt, auch dieser Exzeptionalismus, der da bei der Citybahn immer angehängt wird, der existiert nicht. In unserer Stadt werden gerade Autobahnbrücken gebaut, die insgesamt ungefähr dieselben Kosten verursachen wie der Bau der Citybahn. Also wir reden von etwa roundabout 200 Millionen an der Schiersteiner Brücke, die da verbaut werden. Die Stadt selber hat bereits Projekte in diesen Dimensionen ohne Förderung realisiert. Und hier reden wir direkt vom RMCC. Das RMCC kostet auch knapp 200 Millionen Euro. Und das RMCC kostet vor allen Dingen jedes Jahr so 10 bis 13 Millionen Euro Unterhaltskosten. Und wenn man sich jetzt mal die Gesamtkosten dieses Citybahn-Projekts anschaut und die Förderung davon abzieht, dann merkt man, dass die Citybahn im Bau genauso wie im Betrieb die Stadt billiger kommt als das RMCC. Das liegt daran, dass dieses Projekt Citybahn sich auf 3 Kommunen verteilt und dass die Abschnitte zusätzlich von Bund und von Land gefördert werden. Der Bund hat aus gutem Grunde die Förderung Anfang des Jahres noch mal massiv erhöht. Wir reden jetzt hier von 75%, die der Bund übernimmt. 15% würde dann etwa das Land übernehmen, sodass man insgesamt nicht über die 90% kommt, die die EU gerade noch so als Förderung zulässt. Das heißt, nur 10% der Baukosten wären Kosten, die die Stadt selber tragen muss. Und das ist deutlich, deutlich weniger als das RMCC, was die Stadt komplett alleine bezahlt hat. Natürlich gibt es Baunebenkosten, die gibt es auch bei Brücken und Autobahnen etc. Und natürlich gibt es auch Fahrzeugkosten. Aber wenn wir eine neue Straße bauen, es würde niemand auf die Idee kommen, beim Bau einer Autobahn die Kosten für sämtliche Autos, die auf dieser Autobahn fahren, mit einzuberechnen. Und es würde auch niemand auf die Idee kommen, beim Bau einer Bahnstrecke die Kosten sämtlicher Züge, die da drauf fahren, einzuberechnen. Was die Fahrzeugs- und Betriebskosten angeht, ist es so, dass wir mit einer Straßenbahn letzten Endes ein langfristig kostengünstigeres Modell haben, weil die Betriebskosten im ÖPNV sich sehr stark an die Personalkosten anlehnen. Personal ist tatsächlich der größte Kostenfaktor, den wir im ÖPNV haben. Und da macht es einen Riesenunterschied, ob ich jetzt 3 Solobosse fahren lassen muss, um 200 Leute durch die Gegend zu bekommen mit 3 Fahrern, oder ob ich einen Straßenbahnzug mit 200 Leuten durch die Gegend fahren lasse, mit einem Fahrer. Selbst wenn der dann etwas mehr verdient, ist es insgesamt günstiger. Das heißt, selbst wenn wir den ÖPNV ausweiten, dann ist es die Ausweitung des ÖPNV-Angebots. Die höhere Leistungsfähigkeit ist für uns günstiger, wenn wir mit leistungsfähigeren Verkehrsmitteln unterwegs sind. Wir reden auch über Nachhaltigkeit der Kostengestaltung. Wir haben hier ein Verkehrsmittel, was in höchstem Maße erprobt ist. Die Investition wurde in vielen, vielen anderen Städten getätigt. Sie hat sich in vielen anderen Städten ausgezahlt. Sie funktioniert. Es ist kein Risiko wie bei den Akkuzellen, beispielsweise bei den E-Bussen oder dieser Wasserstofftechnologie. Und wir wissen, dass so eine Straßenbahn insgesamt eine Lebensdauer von gut 30 Jahren hat. In der Zeit haben wir schon mindestens 2 Busgenerationen verschlissen. Und auch das ist ein Kostenfaktor, der zeigt, dass im Betrieb sich ein Straßenbahnbetrieb gar nicht so groß unterscheidet kostenmäßig von einem Busbetrieb. Also wir haben diese reinen Baukosten, die zu einem großen Teil gefördert werden, die wir uns leisten können. Und sowohl im Bau als auch im Betrieb sind wir günstiger als das RMCC, was wir jedes Jahr zahlen. Vielen Dank, Herr Kraft. Wir schalten um nach dieser Punktlandung, was die Zeit angeht, zu Frau Schoop und Herrn Duda. Bitte sehr. Ja,
Der Punkt ist hier einmal, dass das Thema mit den Zahlen ein bisschen schwierig ist, weil es ist für uns als Laien unglaublich schwierig, überhaupt an vernünftige Zahlen heranzukommen. Also die letzte NKU ist eine Weile her. Man liest dann nur beispielsweise auch, wie bei Ihnen hier, dass man jetzt überlegt, mit Sozialforschungsschellengraben, damit man nicht unter den Wert 1.0 rutscht, dass die NKU weiterhin okay ist. Das bedeutet, da sind enorme Kosten da und eben dieser Nutzen-Kosten-Faktor stimmt nicht mehr. Aber das genau zu erfahren, ist schwierig. Jetzt zu Ihrem heutigen Artikel. Auch da ist es zum Beispiel so, wenn Sie jetzt sagen, jetzt brauchen wir nicht zu diskutieren, ob überhaupt die Citybahn GmbH, weil da ist ja noch eine ganze Menge Fragestellungen hinten dran. Generell ist eine GmbH vorsteuerabzugsberechtigt, aber bei dieser GmbH gibt es noch einige Probleme. Also ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Aber lassen wir das weg, sagen wir, okay, sie ist vorsteuerabzugsberechtigt. Dann sagen Sie, die Gesamtkosten im Moment 511 Millionen, 90% werden gefördert, nur unter der Voraussetzung, dass die NKU stimmt. Und dann sagen Sie, verbleiben 28 Millionen. Auch das ist wieder, ich weiß nicht, irgendwie, das ist eine Zahl, die zwar die Citybahn GmbH nennt, aber wenn man es nachrechnet, weil 10% verbleiben bei uns, 10% von 511 Millionen sind 51,1 Millionen und nicht 28. Das ist fast 50% mehr und das wird einfach immer unterschlagen. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Und wir haben nur das, was hier immer wieder behauptet wird, sonst nichts. Die Mainzelbahn ist 50% teurer geworden und man hat immer noch nicht die Abschlussrechnung dazu. Also da wissen wir noch nicht, wir schätzen, dass also nicht wir schätzen, sondern das wird generell geschätzt und hat auch, glaube ich, die Prüfungsbehörde festgestellt, dass es mindestens 50% teurer ist. Was uns auch nicht klar ist, ob in diesen ganzen Kosten der kleine Betriebshof bei der Rhein-Main-Hochschule dabei ist, die Blockumfahrung in Biebrich mit den drei Gleisen, weil ja da nur jede zweite Bahn nach Mainz fährt und der Rest bleibt in Biebrich stehen oder auch bei Hochwasser ist das die Endstation. Das muss entsprechend ausgebaut werden. Die Haltestellen in Mainz sind zu kurz. Die müssen alle verlängert werden, wo wir anfahren, weil mit unserer Doppeltraktion. Oder wir lassen immer die Hälfte in Biebrich stehen. Ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Dann kommt die gesamte Kameraausstattung und die gesamte Überwachung, Kameraüberwachung der einzelnen Haltestellen dazu. Ob das in diesen Kosten mit drin ist, ist mir nicht klar. Ob die Leitzentrale, die sehr aufwendig sein wird, ob das da mit drin ist, ist mir nicht klar. Ob diese ganzen Kosten über das Verlegen sämtlicher anderen Leitungen da mit drin ist, ist mir auch nicht klar oder ist uns nicht klar. Ich meine jetzt SW-Versorgung. Ja, das sind ja, ob Sie Strom nehmen, ob Sie Gas nehmen, ob Sie Abwasser nehmen oder was auch immer, das muss ja alles verlegt werden. Und das ist eben einfach nicht klar und deutlich. Und von daher gesehen, und das ist ja auch der Preis für die 11,5 Kilometer lange Strecke bei uns in Wiesbaden, weil wir reden ja nur über den zweiten Planungsabschnitt. Ja, aber so steht es zumindest in dem Kurzbericht und in den anderen Unterlagen. Gut, vielleicht erfahren wir ja heute mehr. Also, und in Mainz davon abgesehen, weil es da ja immer der Vergleich ist mit der Mainzelbahn, die ja nun wirklich auch nicht gerade günstig war, es war kein Schnäppchen. Der Umstieg, der dort erfolgt ist, ist nicht von PKW auf Mainzelbahn erfolgt, sondern von Bus auf Mainzelbahn. Und es sind immer noch genauso viel PKWs unterwegs wie vorher auch. Also das Ziel ist es doch, dass wir hier etwas ändern in unserem Verkehr, dass wir einen besseren Verkehrsfluss hinbekommen. Dafür kriegen wir DigiV. Dafür sagen wir, wir haben jetzt Umweltspuren, die eben gerade oder auch Busspuren, damit der ÖPNV schneller wird, den wir haben, attraktiver wird, den wir haben. Dafür sollten wir Kosten unser Geld aufwenden und dann, denke ich, sind wir da besser dran als mit so einer teuren Bahn. Vielen Dank. Wir sind durch, oder? Gibt es noch Zeit? Wir haben noch 20 Gut, Sekunden Herr Duda Zeit. Muss Sie immer die letzten Sekunden noch aufbrauchen. Bitte schön. Ja, die Frau Schopp hat ja schon zu vielem was gesagt und zu den Kosten
weiß ich nicht, aber ich möchte mir das Argument mit der 30 Jahre funktionierenden Citybahn aufgreifen. Die ist in 30 Jahren aber auch 30 Jahre überholt. Wenn wir nach 10 Jahren einen neuen Bus kaufen, dann ist das ein moderner neuer Bus mit dem besten Motor. Und wenn wir nach 10 Jahren weiteren neuen kaufen, dann auch. Und wir haben immer noch die 30 Jahre alte Citybahn, weil wir die ja so teuer bezahlt hatten. Also das ist ein Scheinargument. Gut, danke schön. Wir haben, glaube ich, jetzt einen Faktencheck nötig. Ja? Frau Leubner möchte anfangen? Oder? Genau, ich möchte einmal ganz kurz einleitend laut sprechen. Alle unsere Leser und User darauf hinweisen, wenn Sie Abonnent sind, können Sie zum Thema Kosten auch nochmal einen extra riesengroßen Artikel bei uns lesen, der nur online erschienen ist. Aber ich weiß, dass die BE-Mitbestimmung den sicherlich auch gelesen hat. Aber jeder, der ein Abo bei uns hat, kann darauf zugreifen. Das hat jetzt auf eine Printseite in der Länge nicht geklappt. Da ist zum Beispiel auch beschrieben, dass bei den Baukosten auch die Verlegung eventueller Leitungen und so weiter enthalten ist. Das konnte ich jetzt auf 10 Zeilen nicht ganz unterbringen. Ansonsten würde ich das Wort an den Herrn Mumme weitergeben und die Bitte an ihn, vielleicht noch mal ganz kurz zu erklären, wann eine Nutzenkostenuntersuchung stattfindet und warum wir jetzt keine aktuellen Zahlen vorliegen haben, quasi, weil die letzten Zahlen sind ja aus 2016. Standardmäßig wird bei Infrastrukturprojekten im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung immer eine allererste NKU gerechnet, um zu gucken, bevor ich in tiefere Planungsleistungen einsteige, ist ein solches Projekt grundsätzlich förderfähig, ja oder nein? Mir persönlich sind keine Auftraggeber, keine Kommunen bekannt, die solche Projekte ohne öffentliche Förderung tatsächlich stemmen können. Deswegen wird sowas grundsätzlich immer ganz am Anfang gemacht. Hier in diesem Projekt ist es auch gemacht worden, die ist 2017 im Zuge der Machbarkeitsuntersuchung erstellt worden, die erste NKU. Und mit diesen Zahlen geht man letzten Endes ins Rennen und stimmt sich mit dem Fördermittelgeber ab. Dann ist es völlig normal und auch Standard in solchen Infrastrukturprojekten, dass die NKU im Zuge des Planungsprozesses nicht permanent aktualisiert und neu gerechnet wird, weil es sehr aufwendig und sehr kostenintensiv ist. Es wird aber sehr wohl darauf geachtet und dafür sind wir als Planer letzten Endes zuständig, dass die Planungen sich nicht so verändern, dass der NKU-Faktor gegebenenfalls unter dem Faktor von 1 tatsächlich rutschen wird. Das wird immer mit betrachtet. Wenn das Projekt weitergeht und im Zuge einer Genehmigungsplanung dann tatsächlich eine Planfeststellung ausgesprochen wird, das heißt also eine Baugenehmigung für das Projekt vorliegt, wird mit dieser Baugenehmigung beim Fördermittelgeber die finale NKU eingereicht, weil das wird erst zu diesem Zeitpunkt gemacht, damit man gegebenenfalls Änderungen an der Planung aus einer Planfeststellung heraus, auch das kann durchaus vorkommen und es kommt nicht selten hervor, dass es da nochmal Änderungen geben kann an der eigentlichen Planung. Mit diesen Ergebnissen wird die NKU dann final nochmal überarbeitet, gerechnet und dann letzten Endes dem Fördermittelgeber übergeben und dann erstellt wird im Prinzip der Förderbescheid ausgestellt und die Förderfähigkeit wird dann gewährleistet. Aber Frau Schob hat ja aufgepasst in Mathe, also 10% von 511 Millionen sind knapp nicht 28. Das ist völlig korrekt, aber die Darstellung ist halt nicht richtig. Grundsätzlich sind wir aufgefordert, oder andersrum gesagt, das Projekt Citybahn betrifft nicht nur Wiesbaden. Wiesbaden macht grundsätzlich den Fehler, auch wenn man mich dafür morgen vielleicht steinigen mag und sagt, wir reden nur von Wiesbaden, Citybahn ist nur Wiesbaden, das ist nicht so. Wir reden von einem Gesamtprojekt von Mainz bis nach Bad Schwalbach. Die Kosten von 426 Millionen Euro, die neu ermittelt wurden, betreffen die Baukosten für die Gesamtstrecke. Das heißt von Mainz über Wiesbaden bis nach Bad Schwalbach. 426 Millionen. Der Anteil, den Wiesbaden dabei zu tragen hat, sind 287,5. Und wenn man dann rechnet, 90%, 10% Eigenanteil von 287 Millionen, sind die 28 Millionen, die wir heute von der Frau Leubner in der Zeitung haben lesen können. Wenn man jetzt hingeht und nimmt die 426 Millionen als Gesamtbaukosten und nimmt dann die sogenannten Baunebenkosten, da geht man im Moment pauschal von 20% aus, was ein üblicher Wert ist, kommt man auf die 511 Millionen fürs Gesamtprojekt. Das muss man dazu sagen. Das heißt also, wir haben hier einen Eigenanteil für die Stadt Wiesbaden bei den reinen Baukosten von 28,75 Millionen plus Baunebenkosten. Da hat Frau Schob heute schon angekündigt und auch korrekt erwähnt, es gibt eine Novelle der GVFG-Förderung, dass sogar Planungskosten und Baunebenkosten gefördert werden und das sogar in Höhe von 10% der anrechenbaren Baukosten. Das heißt also, auch die Baunebenkosten werden einer Förderung unterzogen.
verbleiben also nicht als Eigenanteil komplett bei den Kommunen. Aber sie hat ja unter Spiegelstrichen noch ein paar andere Dinge erwähnt. Also diese Leitzentrale, die große, dann der kleine Betriebshof, der vorgesehen ist, zusätzliche Schienen, die jetzt dazu kommen in Biebrich. Ist das alles inklusive? Der Fahrweg ist komplett in diesen 426 Millionen Euro drin, inklusive aller Nebenleistungen, die dafür erforderlich sind. Das sind Trassenumlegungen, alle technischen Einrichtungen, sodass die Citybahn fahren kann. Das ist alles da drin enthalten. Was nicht drin enthalten ist, und das haben wir heute auch schon gehört, sind die Fahrzeuge, die werden separat dargestellt. Das ist nicht enthalten. Bei einer Leitzentrale geht man nach derzeitigem Planungsstand davon aus, dass das zum jetzigen Zeitpunkt von Mainz mit übernommen wird. Somit fallen diese Kosten zum jetzigen Zeitpunkt erstmal. Weil die das Depot auch stellen. Genau so ist das, fallen dort erstmal nicht an. Ebenso für Wartungsarbeiten. Endlich tun die Mainzer mal was für uns. Das finde ich eine gute Nachricht. Das lassen wir dann mal so im Raum stehen. Ich Gruß denke, nach Mainz. Prima, vielen Dank. Sodass diese Kosten natürlich dann im Moment erstmal nicht anfallen und somit sind sie da auch nicht Bestandteil. Frau Schob hat eine Nachfrage. Im Kurzbericht zum Planfeststellungsverfahren steht das aber anders. Da steht es, dass wir einen kleinen Betriebshof bekommen in Nähe, also neben der Rhein-Main-Hochschule. Und da steht auch ganz klar und deutlich drin, welche Anforderungen an diese Leitzentrale und dass die hier geschaffen wird und nicht in Mainz. Also von daher gesehen würde ich das schon ganz gerne mal etwas klarer wissen. Es geht da, man muss unterscheiden zwischen einer Abstellanlage und einem Depot. Grundsätzlich ist es so, wir reden hier über eine Strecke von 34 Kilometer Streckenlänge und da macht es natürlich keinen Sinn, dass abends alle Straßenbahnen grundsätzlich nach Mainz fahren und dann morgens in aller Herrgottsfrühe oder wann auch immer von Mainz bis Bassnach-Schwalbach wieder rausfahren. Das heißt, es wird an der Strecke verteilt, wo auch immer, und diese Positionen sind zum heutigen Zeitpunkt und Planungsstand noch nicht explizit festgeschrieben, wird es sogenannte Abstellanlagen geben müssen. So, das sind aber dann wirklich nur reine Abstellanlagen, wo auch mal kleinere Wartungsarbeiten durchgeführt werden kann, wo geguckt werden kann, ist eine Lampe kaputt oder ist sonst irgendwie was. Es sind aber keine Werkstätten in dem Sinne oder sonstige Themen halt drin beteiligt. Noch eine letzte Nachfrage und zwar gerade zum Thema Mainz, weil Mainz hat ja gar nicht die Größe für die Wägen, die wir eventuell bekommen wollen. Und das andere ist das eben das ständige Thema mit der Doppeltraktion und den zu verlängernden Bahnsteigen in Mainz. Das sind ja auch Kosten. Herr Zemlin hat mal gesagt, ganz am Anfang, das bezahlen wir einfach mit. Das glaube ich jetzt nicht so unbedingt ganz, aber das sind ja auch Kosten, die entstehen. Ich meine, erwarten wir von den Mainzern, dass sie das alles jetzt bezahlen und deswegen kümmern wir uns nicht um die Kosten oder die Kosten kommen da auch noch entsprechend dazu? Die Anpassung des Fahrwegs für die Citybahn in Mainz, und da reden wir nicht von dem gesamten Mainzer Straßenbahnnetz, sondern nur von der Linie der Citybahn, die da ist, und das betrifft letzten Endes nur die reinen Haltestellen. Die Anpassung der Haltestellen in Bezug auf die Breite der Fahrzeuge, weil sie sind geplant worden eben mit 2,35 Meter und müssten umgerüstet werden auf die finale Breite von 2,65 Meter, ist in diesen Kosten tatsächlich enthalten. Die Länge der Fahrzeuge, die nach Mainz fahren, dass dort mit Doppeltraktion reingefahren werden soll, steht noch gar nicht fest. Und somit bleibt es bei der Länge der Mainzer Straßenbahnlinien. Also es kann sein, dass mit einfacher Traktion nach Mainz reingefahren wird. Genau so ist das. Und dafür gibt es in Biebrich im Prinzip am Rheinbahnhof, soll es im Prinzip die Wendeschleife geben, wo dann gegebenenfalls diese Fahrzeuge dann entsprechend zwischengeparkt werden können. Vielen Dank. Wir kommen zum vierten Teil. Wenn die Lisa-Marie Christ, nein, sie wendet nicht ein, es gibt keine Kommentare dazu, sprachlose Begeisterung oder Entsetzen auf der anderen Seite der Leitung. Das vierte Thema hatten wir schon angerissen, Klima und Natur. Die Mitbestimmer machen den Anfang. Wie ist Ihre Ansicht zu diesem Thema? Ich reiße kurz noch mal an. Es gibt Schilder an der Biebricher Allee. Jetzt sind wir keine Allee mehr. Es gibt Plakate, Wiesbaden, Stadt des Historismus und der Alleen. Dabei soll es bleiben. Sind das die Argumente, die Sie ins Feld führen oder bezweifeln Sie, dass der Strom, mit dem die Straßenbahnen fahren, tatsächlich klimagünstiger ist als das, was wir jetzt als Antriebe zum Beispiel bei den Bussen oder bei Autos haben? Sie haben abermals 5 Minuten Zeit. Und jetzt muss unbedingt Herr Duda mal anfangen, oder? Ja, ja, also nur mal kurz zu den Bäumen. Es gibt ja die Pläne von der Planungsgemeinschaft da, also Schüsslerplan, Mailänder Consult und DB
Consult, wo dankenswerterweise die Bäume alle eingemalt und durchnummeriert sind, sodass man also relativ gut sehen kann, welcher Baum mit der Planung in Konflikt kommt. Und dann habe ich mir mal diese Pläne zur Brust genommen, habe sie auf 400% vergrößert, damit man das Graue vor dem Grauen sehen kann. Und dann komme ich nur auf der Biebricher Allee durchgezählt, von der Eisenbahnüberführung bis zur Einmündung in den ersten Ring. Sie gucken so gequält. Ich streng mich an, um Sie zu verstehen. Überhaupt keine Kommentierung. Komme ich auf 94 Bäume, die der Planung jetzt schon im Wege stehen. Der Planung, die von den Planern der Citybahn GmbH aufgestellt wurde. Davon sind 24 Bäume, die irgendwie auf einen Mittelinseln stehen. 8, die der Fahrradstraße, also dieser Vorgartenstraße im Wege stehen. 55, die an den Haltestellen, da Rheinhöhe und Fischerstraße, im Wege stehen, weil da ja die Bahnsteige noch kommen und die Straße muss breiter werden. Und dann 7, die stehen weiter unten zwischen der Eisenbahn und dem Autobahnanschluss, wo einfach der Rechtsabbieger offenbar noch weiter nach rechts geschoben wird und die Bäume angekratzt werden. So. Also so komme ich auf 94 Stück. Wenn da irgendjemand im Trubel des Gefechts irgendein Schild an den falschen Baum gestellt hat, dann tut mir das auch leid. Aber für mich sind es 94 aus der Planung der Citybahn. So, also das mal zu den Bäumen. Dann zu dem Thema Umweltfreundlichkeit. Es sollen ja die Busse in Wiesbaden auf Elektro schon umgerüstet werden. Die werden aus dem gleichen Strommix gefüttert, wie auch die Citybahn gefüttert werden wird. So, dass ich also, da die Citybahn aber erst danach gebaut wird, weiß ich nicht, wo da jetzt die Umweltfreundlichkeit herkommt. Das sind vielleicht, natürlich hat ein Stahlrad auf einer Stahlschiene einen geringeren Rollwiderstand. Klar ist das Fahrzeug im Prinzip Nuancen energieeffizienter unterwegs. Andererseits kann es auch viel schlechter bremsen. Ja, mit Stahl auf Stahl als mit Gummi auf Asphalt ist also gefährlicher. Aber ich sehe nicht, wo das da umweltfreundlicher sein muss, wenn man ein Elektrosystem durch ein anderes ablöst. So, und ich glaube, die Frau Schopp möchte wahrscheinlich auch noch was sagen, deshalb höre ich jetzt mal auf. Ja, wir haben mal auch versucht zu veranschaulichen das Thema mit dem CO2, weil man muss ja davon ausgehen, dass alleine aufgrund der ganzen Bauphase, können Sie das sehen? Aufgrund der ganzen Bauphase ein so hoher Feinstaubbelastung, CO2-Belastung entstehen wird, und zwar nicht nur durch die Baumaßnahme, auch durch den Parksuchverkehr, durch die Staus, die dadurch entstehen. Also das bedeutet, Sie sammeln da ganz ordentlich was an. Wir haben das versucht, mal auf so eine Waage zu legen, um das zu versinnbildlichen und sagen, wir haben hier unten sicherlich Einsparungen am Ende, aber auch nur, wenn Sie wirklich sagen würden, dann bleiben alle Autos stehen und alles springt in diese Citybahn. Aber Sie kommen eben mit einem Päckler auch daher. Und von daher gesehen ist die Waage eigentlich so, dass die Belastung dann unterm Strich nicht wirklich positiv ist. Also die Belastung ist negativ und deshalb ist das Ergebnis nicht wirklich positiv. Und auch um das Thema Bäume dann zusätzlich aufzugreifen, auch in der Biebricher Allee müssen ja Grünstreifen weg. Das heißt, auch da fällt was weg. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen 100, 120 Bäume insgesamt werden gefällt, das sind alte Bäume. Und selbst wenn es Nachpflanzungen gibt, können die das nicht wieder alles aufgreifen oder bis sie das aufgreifen von irgendwo. Und ich meine, was dann das andere ist, das muss ich einfach sagen, ich bin bei den Freunden der Wiesbaden Stiftung. Und ich habe gerade jetzt eine Bitte bekommen für eine Spende, weil man Bäume in Wiesbaden aufforsten, also nachpflanzen will. 47 Bäume geht es im Moment, ja? Pro Stück 2.000 €. Und ich werde jetzt gebeten, dass ich da spende. Das heißt, hier wird abgeholzt auf meine Kosten, Steuerzahler, und dann bezahle ich das wieder aufforsten. Nur mal so als Beispiel. Am Rande. Also das sind auch so Themen, wo ich sage, das ist nicht wirklich nachhaltig, ist auch nicht sinnvoll. Ja. Okay, vielen Dank.
Bitte schön. Wer möchte, Herr Lück oder Herr Kraft, zum Thema Klima und Natur? Dann eröffne ich mit einem Satz. Genau dieses Verfahren, was der Herr Duda am Anfang vorgestellt hat, nämlich den Abgleich der real existierenden Bäume mit den Planungsunterlagen, haben wir vor ungefähr 2 Jahren gemacht und es ist für alle interaktiv auf unserer Homepage zu sehen. Da kommen wir interessanterweise auf deutlich geringere Zahlen. Kann sich jetzt jeder selber abgleichen und mal nachprüfen, ob diese Zahlen realistisch sind. Ja, auf wie viel kommen Sie ungefähr, wenn wir von Herrn Duda 94 genannt bekommen haben? Bei uns steht etwas von 40 Bäumen. Ich habe mal hochgerechnet, 270 etwa stehen da. Also er hat recht mit den Bäumen, die in der Mitte stehen. Ich zoome mal gerade auf den passenden Teil. Biebricher Allee vom ersten Ring bis zur Kasteller Straße stehen insgesamt knapp 500 Bäume. Davon sind 42 nach unserer Rechnung betroffen. Davon knapp die Hälfte diese Bäume, die in der Mitte stehen. Die andere Hälfte sind die Alleebäume im Bereich des zweiten Rings. Warum an der Fischerstraße Bäume wegfallen sollen, erschließt sich aus unseren Plänen ehrlicherweise nicht. Aber ich übergebe zu Martin. Ja, ich denke, anschließend daran muss man sagen, dass das nicht aus Versehen falsch gehängte Plakate in der Biebricher Allee sind. Also die Hauptallee in der Biebricher Allee war meines Wissens nie durch irgendeinen Planungsstand gefährdet. Das heißt, den Hauptallee-Teil, der sich da von der Fischerstraße bis zum zweiten Ring zieht, sowie das zwischen Henkel und dem zweiten Ring, das war auf keinem Plan, den ich bisher gesehen habe, dass da nennenswert Bäume entfallen. Und da hängt an jedem dritten Baum gefühlt ein Baumtotplakat. Und das ist einfach schlicht und ergreifend eine glatte Lüge. Ich möchte aber eigentlich mal einen größeren Bogen spannen. Und zwar agieren wir hier in Wiesbaden ja nicht im luftleeren Raum, sondern auch wir sind den großen Herausforderungen der Zukunft gestellt. Auch wir haben es hier mit der Klimakrise zu tun und auch bei uns macht sich die Klimakrise massiv bemerkbar. Auch und gerade in der Biebricher Allee. Wenn der Biebricher Allee mal oben auf dem zweiten Teil vom zweiten Ring Richtung Henkel marschiert, der wird feststellen, dass sehr, sehr viele Bäume da schon sehr schlecht aussehen. Vor 2-3 Wochen wurden meines Wissens auch die ersten schon gefällt, weil durch die Dürre, die wir jetzt seit 3 Jahren haben, enormer Pilzbefall da Vorschub leistet. Ähnlich sieht es auch auf dem Taunuskamm auf. Auf dem Taunuskamm sterben hektarweise die Fichten. Wir haben einen riesigen Wandel vor uns und es entscheidet sich gerade, ob wir jetzt auf +3 bis 5 Grad zusteuern oder auf +2 Grad im Klimawandel. Und eigentlich sind wir in einer Situation, wo man überhaupt nicht mehr darüber diskutieren sollte, ob man Nachhaltigkeitsprojekte wie eine Straßenbahn und den Ausbau des ÖPNVs umsetzt, sondern nur noch darüber diskutieren sollte, wie man das so schnell wie irgend möglich hinbekommt. Deshalb versteht auch von den Leuten, die ich außerhalb Wiesbadens kenne, niemand diese Diskussion. Wir haben eben bei den Fördermitteln von Bund und Land geredet. Die geben diese Förderung ja nicht zum Spaß oder weil irgendjemand da mords das Produkt verkauft hat, sondern weil sie wissen, dass es dringend notwendig ist, dass wir den ÖPNV ausbauen. Und die Betonung liegt auf ausbauen, nicht einfach umbauen, ausbauen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Die große CO2-Einsparung, und da nehme ich jetzt Bezug auf den Herrn Duda, die entsteht nicht dadurch, dass wir in einem Dieselbus den Motor austauschen. Die große CO2-Einsparung entsteht dadurch, dass wir mehr Menschen dazu bringen, ihre Wege mit dem Umweltverbund. Und das ist nicht nur der ÖPNV, das ist auch das Fahrrad und die eigenen Füße und weniger Strecken mit dem Auto zurückzulegen. Weil der CO2-Ausstoß zwischen dem Auto und einer Straßenbahn, da reden wir von einem Vielfachen des CO2-Ausstoßes, die bei der Fahrt mit dem Auto stattfindet. Und das sind einfach Tatsachen. Da sind auch schon die Strecken mit einberechnet. Da geht es auch schon um die Infrastruktur und Herstellungskosten. Da geht es auch um die Herstellungskosten, die bei einer Straßenbahn beispielsweise 30 Jahre ein Fahrzeug herstellen, während man so einen Elektrobus, da wissen wir heute noch nicht mal, ob sie ein Jahrzehnt halten. Hinzu kommen die ganzen Umweltprobleme, die wir mit diesen innovativen Technologien haben, was jetzt Akkuzellenherstellung etc. angeht. Da ist die Straßenbahn einfach eine Form von Elektromobilität, die schon seit 100 Jahren sehr gut funktioniert und wo wir ein zuverlässiges Werkzeug haben, das in vielen anderen Städten genau das erreicht hat, was wir erreichen wollten. Mehr Menschen in den ÖPNV, lokal emissionsfreien Verkehr und insgesamt die CO2
Emissionen runter. Noch ein letztes Wort zum Thema Bäume. Ich finde es ehrlich gesagt, und verzeihen Sie mir das Wort, ein bisschen bigott, wie mit dem Thema umgegangen wird, seit ich letzte Woche eine Anzeige der BE-Mitbestimmung gelesen habe, wo eine Umgehung für Taunusstein gefordert wird. Eine Umgehung für Taunusstein, das eine Umgehung an die Autobahn sein will, kann nur unter einer massiven Schneise, die durch den Taunuskamm geschlagen werden müsste, hergestellt werden. Das heißt, wenn wir darüber reden, eine Umgehungsstraße für Wiesbaden zu bauen, dann reden wir nicht über ein paar hundert Bäume, da reden wir über ein paar hunderttausend Bäume. Und dann sowas vorzuschlagen und dann als Argument, die Bäume gegen ein Nachhaltigkeitsprojekt zu finden, finde ich echt nicht okay. Okay, vielen Dank an beide Parteien. Frau Christ, wie sieht es aus? Sie haben fleißig geschrieben. Vielen Dank an Herrn Duda. Warum werden denn die falschen Plakate auf der Biebricher Allee nicht einfach wieder abgehängt? Man beschädigt ja auch die Bäume übrigens. Aber das war jetzt nur mir aufgefallen als dummen Naturignoranten. Darauf wird schon geachtet, dass die nicht beschädigt werden. Gut, aber die Frage, ich habe jetzt nicht, wer hat das gefragt? Haben wir einen Anonymous oder? Also Heinz Mustermann fragt, warum die Plakate, die auch laut Ihrer Aussage nicht unbedingt stimmen, warum die da noch hängen? Weil sie beispielsweise an den anderen Bäumen, wo es stimmen würde, nicht hängen dürfen, weil sie dann vielleicht eine Sicht einstellen oder so. Es ist ja symbolisch gedacht, dass Bäume auf der Biebricher Allee sterben müssen. Und zwar absichtlich. Ich meine, wir machen uns auf der einen Seite eben um Nachhaltigkeit etc. Gedanken. Wir wollen Bäume schützen. Und statt dass wir unsere Intelligenz dafür nutzen, beispielsweise mit besseren Wassersystemen oder Abwassersystemen Bäume zu helfen. Die Frage ja? war nicht an Sie, an Herrn Duda, ich weiß nicht warum. Und Sie haben sie nicht beantworten können. Denn es steht ja nicht einer dieser Bäume, sondern es steht, dieser Baum muss gefällt werden. Und das ist eine Falschaussage. Richtig? Da steht, dass dieser Baum sterben soll. So, jetzt ja. Denken Sie auch. Aber also, nicht wegen Wasserarmut. Gut, wir kriegen dran, das nicht geklärt. Die Citybahn braucht 6 Meter, mindestens 6 Meter in der Mitte von ja, der Straße. Ja, du da, aus, vorbei. Gibt es noch einen Faktencheck? Brauchen wir die genaue Anzahl der Bäume? Hat Herr Duda besser gemessen als die Citybahn, was die Zahl der Bäume angeht, die an der, wir reden jetzt nur von der Biebricher Allee, gefällt werden sollen? Und wie genau ist die Zahl überhaupt? Kann sich das nochmal um 100% verändern? Die Zahl ist noch nicht genau. Wir sind in einem Planungsfluss. Wir sind in einem Planungsstand der Entwurfsplanung. Die Zahl, die der Herr Duda genannt hat, die kann ich nicht nachvollziehen. Auch in unserer Planung geht es eher in die Richtungen, die wir von dem Herrn Lück gehört haben. Fakt ist, die Planungen, wie gesagt, sind noch nicht abgeschlossen. Das Hauptthema, der Eingriff in die Bäume, ist eigentlich nicht wirklich die reine Strecke der Citybahn, sondern die Nebenleistungen, die erforderlich sind, nämlich das Umlegen von Leitungen in dem Straßenbestand. Das ist eigentlich das Hauptthema, warum in den Baumbestand eingegriffen werden muss. Und hier ist es so, hier finden wir uns in Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen und aber auch mit der Stadtplanung, um nach Lösungen zu suchen, um nach möglichst wenig Bäume eingreifen zu können oder eingreifen zu müssen. Das ist einfach so. Auch uns macht es keinen Spaß, einen Baum wegzunehmen, der schon wer weiß wie viele Jahre da steht. Also das machen wir nicht aus Jux und Dollerei. Das andere Thema ist dies, jeder Baum, der dieser Citybahn letzten Endes zum Opfer fallen muss, sind wir gesetzlich verpflichtet, Ersatz für zu schaffen. Das heißt also, nach der Citybahn wird es in Wiesbaden genauso viele Bäume geben wie vor der Citybahn. Das gut, ist so. Das Argument von Frau Schob haben wir gehört. Das sind aber dann vermutlich kleinere, jüngere Bäume. Jetzt müssen Sie sich wieder umstellen. Es geht jetzt nur noch um 3 Minuten, die Sie jeweils zur Verfügung haben. Wir sind beim vorletzten Thema Verkehrsfluss. Autos müssen weichen, lautet die eine Aussage, es geht flotter, weil weniger Autos auf der Straße sind. Das ist die andere Aussage. Ich bin gespannt, was die Pro-City-Bahn-Initiative als Argument jetzt bringen wird. Bitte schön. Ja, Sie ja, haben Sie jetzt Martin, zu Ihrem Glück, haben Sie, Herr Lück, Herr Lück 3 Minuten. 3 Minuten.
Soll ich? Okay. Ja, wir hatten das Thema Verkehrsfluss und Fläche ja schon angesprochen. Diese Stadt hier wurde ja vor so rund 120 Jahren gebaut und damals wurde sie nicht gebaut für die Menge an Autos, die heute da drin ist, sondern sie wurde gebaut für Fußgänger, Fahrradfahrer und auch Straßenbahnen. Das heißt, wir haben in der Innenstadt, und die Innenstadt ist der Knackpunkt unseres Verkehrsproblems, haben wir einen begrenzten Straßenraum. Und dieser begrenzte Straßenraum wurde immer mehr zugunsten des Autos aufgeweitet. Am interessantesten war das wahrscheinlich in der Schwalbacher Straße, wo dann irgendwann die Vorgärten weggefallen sind, damit man jetzt diese komplette zweite Fahrspur bauen konnte. Das Auto ist in der Stadt ein unglaublich flächenineffizientes Verkehrsmittel, um mal einen Vergleich zu bringen. Um 200 Leute morgens durch den Berufsverkehr zu bringen, braucht man entweder eine Straßenbahn oder man braucht über 133 Autos. Das ist eine Autostange, die ist einen Kilometer lang. Das heißt, je mehr Verkehr wir im MIV, im motorisierten Individualverkehr haben, umso größer ist unser Stauproblem. Und je mehr Verkehr wir im Umweltverbund haben, also Bus, Tram, Fahrrad und die Füße, umso weniger Stau haben wir. Und da hat Wiesbaden wahnsinnigen Nachholbedarf. Wir haben hier einen Autoanteil von 50%. Im fast genauso großen Freiburg sind es gerade mal 20%. Und von diesen 50%, da stammt unser großes Verkehrschaos her. Wir haben 150.000 Autos in der Stadt. Wenn man die alle auf einem Platz parken würde, dann müsste man den gesamten Bereich zwischen der Wilhelmstraße und dem ersten Ring zweigeschossig mit einem Parkhaus überbauen, um überhaupt den Platz für diese Autos zu bekommen. Das heißt, es ist auch, was den ruhenden Verkehr angeht, ein Riesenproblem, was wir da haben. Und dieses Problem müssen wir angehen. Und dieses Problem kriegen wir nicht in den Griff mit ein bisschen Betteln. Ich glaube auch nicht, dass wir es in den Griff bekommen mit irgendwelchen Verboten, sondern dieses Problem werden wir am ehesten dann in den Griff bekommen, wenn wir den Menschen vernünftige Alternativen bieten. Und zu vernünftigen Alternativen brauchen wir einen vernünftigen ÖPNV. Wir müssen den gesamten Umweltverbund aufwerten und wir müssen dafür sorgen, dass das, was die Frau Schob mal gesagt hat, naja, ich fahre halt nicht mit dem Bus nach Frankfurt, weil es halt so langsam ist und es ist so unbequem und es ist so vollgestopft. Das müssen wir ändern und dann können wir dafür sorgen, dass die Menschen mehr mit den nachhaltigeren Verkehrsmitteln unterwegs sind und dass dann insgesamt der Verkehr in unserer Stadt wesentlich besser fließt. Und zum Fluss gehört natürlich auch, dass wir diesen öffentlichen Verkehrsmittel dann Vorrang einräumen gegenüber dem Individualverkehr. Es macht einfach keinen Sinn, eine Straßenbahn oder einen Bus an der Ampel warten zu lassen, wenn da 100, 200 Leute drin sitzen, nur um dann 30 Pkw durchzulassen, wo dann insgesamt vielleicht 35 oder 40 Leute drin sitzen. Es geht darum, die Prioritäten so zu verschieben, dass der Verkehr insgesamt besser läuft. Und das hilft dann auch den Leuten, die dann immer noch mit dem Auto unterwegs sind, aber weniger Verkehr auf den Straßen haben. Vielen Dank. Und die BI-Mitbestimmung hat das Wort. Wiederum 3 Minuten. Also das ist der Punkt, den wir hier völlig anders sehen, sind der Meinung, dass der Verkehrsfluss mit einer Citybahn, nicht mit einer Straße, mit einer Citybahn deutlich schlechter wird. Wir sehen das im Moment mit den ganzen Baustellen und Sperrungen von Straßen, was das bedeutet, weil sich die Autos einfach andere Wege suchen. Sie haben Dauerstau, das kann es nicht sein. Und es kommt dazu, wenn wir bei dem Beispiel Biebricher Allee bleiben, da fährt ja, es fällt zwar die Linie 4 und die Linie 6 oder die Linie 14, die fallen weg, aber es fahren ja noch gewisse Busse. Und wenn ich jetzt insbesondere meine Altersgruppe nehme, die ist entweder auf ein Auto angewiesen oder den derzeitigen Busverkehr, wo eine relativ kurze Strecke nur zu der Haltestelle ist. Und dann steige ich in diesen Bus ein. Wenn ich einen Arzttermin habe, will ich mit dem Bus über die Biebricher Allee zu meinem Arzt kommen. Wenn der aber im Stau steht, weil in der Mitte 6 oder 7 Meter von der Fahrbahn weggenommen wurden, nur für eine Citybahn, dann stehe ich mit meinem Bus im Stau und komme nicht an, weil das geht nur stückchenweise, weil die Citybahn hält, dann steigen die Leute aus, dann muss man anhalten und so weiter und so fort. Ich will das nicht länger ausführen. Aber das bedeutet, dass wir mit dieser Citybahn und dem eigenen Gleiskörper, 80% sind auf eigenem Gleiskörper, eben keinen Verkehrsflussgewinn haben. Wir machen so innovativ die GV jetzt. Wir haben diese Busspuren.
warum versuchen wir es nicht erst damit? Das geht sofort. DigiV ist ab nächstem Jahr aktiv. Dann können wir sehen, dass es besser funktioniert, wenn da die Busse eine Bevorrechtigung haben. Und das animiert die Leute viel eher umzusteigen, wenn es schneller geht, als wenn ich im Stau sitze, auch mit meinem Bus oder so weit laufen muss und so oft umsteigen muss, dass ich keinen Gewinn habe. Also vom Verkehrsfluss her gesehen wird es nicht besser. Das einzige Ziel ist Autos raus. Das war ja mal am Anfang das Ziel, soweit ich mich entsinne, von dem Verkehrsdezernenten, als er antrat. Und jetzt kommt das auf die durch das Hintertürchen. Und das ist einfach etwas, wo ich denke, das ist nicht in Ordnung. Und wie gesagt, Verkehrsfluss ist was anderes, als einen Fremdkörper mitten reinzulegen. Mhm. Frau Christ, kein Kommentar, weder von Ihnen noch vom Netz. Wir kriegen super Komplimente, das war klar. Die waren ja auch bestellt, glaube ich. Ja, dann brauchen wir doch eigentlich, Herr Mumme, überhaupt keine Citybahn. Wenn wir mit diesem Teil alles verstopfen, dann geht's doch. Haben Sie was anderes berechnet? Ich meine, Sie, das ist jetzt ja nicht Ihre persönliche Ansicht, sondern Sie glauben ja zu wissen, dass es nicht langsamer geht. Hat man das mal gemessen? Ich meine, Busse sind ja dann auch keine Individualverkehre, sondern auch ÖPNV. Könnte es nicht so sein, wenn weiter auf derselben Strecke Busse fahren, dass die dann auf einmal auch benachteiligt sind? Nach jetzigem Ermessen ist es so, dass der Busverkehr nicht weiter verdichtet werden kann, weil einfach die Kapazitäten an Straßen nicht da sind, um diese zusätzlichen Busse aufnehmen zu können. Das ist klar. Das ist Fakt. Im Rahmen der standardisierten Bewertung NKU im Jahre 2017, auch dazu gibt es ein Part in der NKU, ist in der Broschüre, kann man den erkennen und auch nachlesen, wurde ermittelt, dass durch die Citybahn ca. 13.000 Pkw-Fahrten am Tag eingespart werden können durch Umsteiger. Das ist standardisiert, wird vom Bund so vorgegeben. Das heißt 13.000 Pkw aufs Stadtgebiet gesehen. Aufs Stadtgebiet gesehen, ne? Für die Gesamtstrecke halt. Ne? Also dann Mainz genau, bis Bad Freibach. Korrekt, genau so ist das. Es betrifft immer das Gesamtprojekt. Es sind 13.000 Pkw-Fahrten. Und 13.000 Pkw-Fahrten ist eine enorme Menge. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir als Planer nicht einfach hingehen und legen eine Citybahntrasse quer durch die Stadt in eine Straße hinein und machen uns keine Gedanken dazu, was ist denn mit dem Verkehrsfluss tatsächlich, sondern da sind Ingenieure, da sind Büros dran, die parallel Simulationen fahren. Was passiert denn tatsächlich mit dem Verkehrsfluss zu Spitzenzeiten und, und? Dazu gab es in den letzten Jahren Verkehrszählungen. Wie sieht der Verkehr tatsächlich aus und wie entwickelt er sich in den nächsten 10 Jahren bis zum Jahre 2025, 2030 tatsächlich? Und an den relevanten Knotenpunkten müssen wir nachweisen, dass der Verkehr auch mit Citybahn immer noch funktioniert. Und das tun wir, und zwar mit Simulation. Somit ist also das Argument, dass zusätzlich Stau erfolgt, weil die Citybahn da ist, auf einem besonderen Bahnkörper, den können wir nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, die Simulation etwas anderes aussagen. Mhm. Vielen Dank, Frau Leubner. Ich hätte noch mal eine Frage hinsichtlich, weil Sie, Frau Schob, hatten ja gesagt, Sie würden dann auf der Biebricher Allee im Stau stehen mit Ihrem Bus, in den Sie eingestiegen sind, auf dem Weg zum Arzt. Herr Mumme, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, würden dann auf der Strecke der Citybahn überhaupt noch Busse fahren? Also würden die 4 und die 14, die aktuell über die Biebricher Allee fahren, dann im Stau stehen? Einen Busbetrieb parallel zur Citybahnstrecke aufrechtzuerhalten, macht keinen Sinn, dass also im Prinzip ein Bus einer Straßenbahn hinterherfährt. Das ist so. Das heißt also, auf der reinen Strecke, wo die Citybahn als Straßenbahn fahren soll, wird kein Busbetrieb stattfinden. Aber es ist so, dass es eine weitgehende Busnetzanpassung geben wird. Dazu gibt es Planung, dazu gibt es Abstimmungen, auch mit der SW Verkehr dementsprechend, damit diese Bereiche letzten Endes von anderen Buslinien übernommen werden oder vielleicht sogar ganz neue Buslinien geschaffen werden können. Es gibt eine klare Planungsprämisse, dass es keine Bushaltestelle geben wird oder geben soll, die entfällt, sondern dass die Bushaltestellen immer noch da sind, aber eben von anderen Linien, wie sie auch immer fahren, wie gesagt, das gibt es noch nicht in der fertigen Planung, tatsächlich dann übernommen werden. Okay, vielen Dank. Wir kommen, wenn keiner Einspruch erhebt, zum letzten Punkt. Das ist der Punkt Stadt. Ja, Herr Kraft. Wir reden in Wiesbaden ja häufig über diese Anzahl der Fahrzeuge, die über den ersten Ring fahren. Der erste Ring ist ja unsere Hauptverkehrsschlagader über Jahrzehnte geworden. Und da gibt es zwei ganz interessante Zahlen. Die eine Zahl ist,
über den ersten Ring fahren, fuhren 2019 72.000 Fahrzeuge. Das ist mehr als in 3/4 des deutschen Autobahnnetzes pro Tag. Ja, das heißt, 10 Meter von dem Bett mancher Menschen entfernt haben wir quasi eine Autobahn, die stärker befahren ist als fast jede Autobahn in Ostdeutschland. Die andere Zahl ist 58.000 Autos pro Tag. Das war nämlich die Auslastung des Rings 2003, also kurz nachdem das erste Mal in Wiesbaden ein Straßenbahnprojekt Ja, aber jetzt haben Sie ja geschummelt. Jetzt haben Sie praktisch Ihre Redezeit mal künstlich verlängert. Das nehme ich Ihnen weg, Herr Kraft. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Sie haben ja nur Ihren Job gemacht und ich bin drauf reingefallen. Also, letzter Punkt ist Stadtgestaltung. Was hat es mit der Oberleitung auf sich? Tut das der Heusbrücke weh? Was ist mit der Ringkirche, die jetzt umzingelt oder beruhigt wird? Bahnhofstraße, enge Kurve. Ich glaube, die BI-Mitbestimmung fängt an und hat 5 Minuten. Gut, dann fangen Sie nicht an. Nach meiner Überlegung. Ja, ich glaube, Sie haben eben angefangen, aber ich glaube... Ja gut, dann kann der Herr Kraft jetzt in seinem Redefluss gleich weitermachen, bitte. Wenn er anfängt, ist immer besser dran. Bitte, also wie Sie wollen. Sie haben sogar 5 Minuten. Ja. Echt? So lang? Okay. Ja, Stadtgestaltung ist ein sehr wichtiges Ding. Die FDP hat ja plakatiert, die Stadt der Alleen, Bäume und des Historismus. Und die Stadt der Alleen, Bäume und des Historismus ist etwas, was auch uns von der Bürgerinitiative Pro Citybahn sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass man von dieser Stadt auch wieder mehr sieht und dass diese Stadt auch wieder lauffreundlicher wird. Wiesbaden ist eine sehr kompakte historische Stadt. Wir haben einen Stadtkern, den sonst eigentlich nur richtige Großstädte haben, wo man sehr viele Menschen auf sehr enger Fläche zusammen hat, wo man eigentlich ganz gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß von A nach B kommen könnte, wenn nicht alles permanent zugeparkt ist. Und ich habe selber erst vorgestern mal wieder 1,5 Stunden nach dem Parkplatz im Westend gesucht und dann sieht man, wie massiv wir diese Stadt mit Autos zugestellt haben. Das ist tatsächlich ein Problem, was sich mittlerweile auch auf das Stadtbild auswirkt und auf unsere Stadtstrukturen, weil wir uns Plätze wegnehmen durch den Automobilverkehr, die uns dann an anderen Sachen fehlen. Und auch hier gilt es umzusteuern. Auch hier gibt es Städte, die das viel länger schon machen, als wir das gemacht haben. Und an diesen Städten sollten wir uns orientieren. In Frankreich haben in den letzten 20 Jahren, ich glaube, 20 Städte Straßenbahnen gebaut und haben damit ihr Straßenbild wahnsinnig auf Vordermann gebracht. Das sind auch keine hessischen Städte. Das sind Städte wie Straßburg oder Reims oder Avignon oder Nizza. Städte, wo Touristen aus aller Welt hinkommen und Städte, die wirklich sehr sehenswert sind mit sehr viel alter Bausubstanz. Offensichtlich verträgt sich also eine Straßenbahn nicht nur mit der alten Bausubstanz, sondern sie ermöglicht es auch, diese wieder freizulegen. Wir haben ein sehr schönes Bildmotiv dank eines unserer Freiwilligen, der die neue Situation um die Ringkirche visualisiert hat. Um die Ringkirche. Die Ringkirche ist gerade eine Insel im Autoverkehrschaos. Die Ringkirche könnte, wenn sie verkehrsberuhigt wird außenrum, mit Hilfe der Citybahn eine Ringkirchenfreiheit, einen Platz um die Ringkirche bekommen, wo wieder städtisches Leben stattfindet, wo ein Markt stattfinden könnte. Und das ist nur ein Beispiel für viele Möglichkeiten, die so ein Projekt bietet, wenn man das Projekt nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreift. Das ist ein anderes Beispiel wäre Biebrich, wo diese Situation sehr lange festgefahren ist. Und Biebrich ist verkehrsmäßig so ein bisschen in den 70ern stecken geblieben. Auch hier könnte man hingehen und sagen, okay, lasst uns das nochmal gemeinsam diskutieren. Wie können wir nicht nur eine Straßenbahn hier durchbauen, sondern wie können wir die Chance nutzen dafür, mehr Grün, mehr Bäume, eine Fußgängerzone nach Biebrich zu bringen. Grün und Bäume ist dann auch so der letzte Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Der Bahnkörper ist ja keine Gleisanlage in dem Sinne, wie wir uns das von der Bahn vorstellen, sondern wir reden von einer Straßenbahn. Das heißt, die verläuft entweder straßenbündig im Pflaster oder im Asphalt oder sie verläuft idealerweise in einem Rasen- oder Grüngleis, entsiegelt Fläche, schafft damit mehr Grün in der Stadt, gibt den Bäumen endlich mehr Wasser, damit sie auch besser wieder wachsen können im Straßenraum und wirkt sich sehr, sehr positiv auf das Stadtklima aus. Das sind alles Chancen, die so ein Straßenbahnprojekt birgt.
wenn es denn als Chance betrachtet wird. Und ich weiß, dass das Stadtplanungsamt der Stadt Wiesbaden sehr damit beschäftigt ist, diese Chancen zu nutzen und auch an vielen Stellen der Planung Optimierungen macht. Zum Beispiel wird darüber geredet, die Biebricher Allee weiterzuführen bis zum ersten Ring. Also, dass wir nicht nur darüber reden, dass da Bäume wegfallen, sondern dass tatsächlich mehr Bäume hinkommen und dass die Allee plötzlich wieder bis zum ersten Ring geht, wie es früher mal der Fall war. Vielen Dank. Wunderbar. Sie haben unterschritten, vieles wieder gut gemacht, Herr Kraft. Jetzt kommt die Mitbestimmung zu dem Thema. Stadtgestaltung. Die Stadtgestaltung, die Sie gerade beschrieben hatten, natürlich, beseitigen die Straßen und machen das schönes Grün hin. Die Straßen existieren ja aus bestimmten Gründen und werden auch von den Leuten, auch von nicht nur Individualverkehr, dem Bösen, sondern auch Versorgung, Entsorgung, Paketdienste, Krankenwagen und so weiter benutzt. Man kann ja nicht einfach die Straßen beseitigen. Ja, an der Ringkirche, klar, man kann da ringsherum grün machen und einen Platz draus. Da muss sich dieser Verkehr halt ein Stück über den ersten Ring quälen, der sowieso schon stark belastet ist, und dann anschließend die Dotzheimer Straße hoch. Die Straße ist ja mal, die Rheinstraße ist halt die mit der höchsten Kapazität in der Stadt, mit der man am besten durch die Stadt kommt und dann sich verteilen kann. Klar, man kann da sagen, ich sehe das als Chance und beseitige überall den Verkehr, den Autoverkehr, und mache es schön grün und pflanze noch neue Bäume. Kann man so sehen. Aber der Autoverkehr, der hat ja auch seine Hintergründe. Und der hat dann keine Möglichkeiten mehr. Und zu dem Thema Rasengleis, das wird immer so schön dargestellt, das ist wunderbar schön grün. Ja, und das ist eine Bereicherung, und das Grundwasser und die Bäume kriegen mehr Grundwasser. Ich würde gern mal den Querschnitt sehen, wie dieses Rasengleis gebaut werden soll. Denn unter den Schienen müssen Schwellen sein, und unter den Schwellen ist normalerweise eine sogenannte hydraulisch gebundene Tragschicht. Das ist so eine Art Beton, da läuft kein Wasser durch. Und da soll auch kein Wasser durchlaufen, denn wenn man die Gründung auf dem natürlichen Untergrund durchnässt, und dann dynamisch drüber fährt mit einer Citybahn, dann gibt es da wahrscheinlich auch Setzungen. Dann wird das Wasser eingearbeitet in den Boden und wird Matsch. Also das Wasser, was auf den Grünstreifen da auf das Rasengleis regnet, hilft dem Rasen selber, aber nicht den Bäumen, die daneben stehen. Und wenn es nicht regnet, wird das schöne grüne Rasengleis bleibt nur grün, wenn man es permanent pflegt, wenn man es wässert, wenn man es mäht, wenn man den Müll beseitigt, der da drauf liegt. Ich bin gerade letzte Woche aus Kassel zurückgekommen, da gibt es auch Rasengleis, das sah bei Weitem nicht so schön grün aus wie in den Visualisierungen, die da gemacht worden sind. So. Und dann, nein, jetzt würde ich gerne meinen Vortrag fertig machen. Und dann können Sie gerne, wenn der Herr Schröder es erlaubt, noch was sagen. Was einem auch bewusst sein muss, das ist aus dem Kurzbericht, dass gerade bei dem Rasengleis, das ist ein Hochgleis, und das ist eben nicht ebenerdig, sondern wirklich höher liegend. Das ist die Voraussetzung für diese Citybahn, für die Förderung. Und da rein kommen die Masten für die Hochspannung, also nicht Hochspannungsleitung, sondern für das Drahtseil, wie heißt das? Die Oberleitung. Oberleitung, Entschuldigung, ich bin zu nervös, ist mir gerade nicht eingefallen. Also für diese Oberleitung, diese Masten müssen in den Boden gerammt, betoniert werden und Sonstiges und gehen dann eben auch 5-7 Meter nach oben. Die ganze Biebricher Allee, also eine Mastenallee. Ich finde das von der Stadtgestaltung nicht sehr ansprechend, muss ich einfach mal sagen. Und es ist ja die Entscheidung getroffen worden, dass weder die Theodor-Heuss-Brücke noch Ringkirche noch Biebrich fahrdrahtlos
praktiziert werden kann, sondern es ist alles mit Fahrträten. Und das bedeutet eben immer da, wo Sie grün haben, haben Sie die Masten. So steht es im Kurzbericht. Und von daher gesehen finde ich das stadtgestalterisch nicht besonders toll, nicht attraktiv. Dazu kommen eben in den Kurven teilweise die Erschütterungen. Es kommt eben dazu die Lärmemissionen. Also es ist auch ein bisschen was, das dazu kommt, was ich meine, dass es stadtgestalterisch nicht sinnvoll ist. Und gerade wenn Sie die enge Bebauung in Biebrich nehmen, halte ich es für extrem kritisch, weil wir müssen zusätzliche Leute vorhalten, die dann, wenn dort eben beispielsweise ein Brand oder eine Notsituation ist und die Drehleiter wird angelegt, dann muss eben erst dieses Kabel entsprechend vom Strom befreit werden oder es muss durchtrennt werden. Dazu brauchen Sie extra Leute, also stellen wir wieder neue ein. Aber Sie haben ja gesagt, wir gewinnen Personal. Von daher gesehen glaube ich einfach, dass auch das stadtgestalterisch nicht besonders sinnvoll ist. Wir hätten bessere Möglichkeiten. Gut, danke schön. Und eine Korrektur von Herrn Kraft. Von dem Herrn Lück. Von Herrn Lück, okay. Okay. Entschuldigung. Da ist jetzt so viel dran, wo ich gerne anknüpfen würde, aber ich konzentriere mich auf zwei Sachen. Erstens hat die Frau Schob gerade erzählt, die Biebriche Allee würde eine Mastenallee werden. Die Masten stehen da heute schon zwischen den Bäumen und halten die Beleuchtung, die da oben hängt. Das werden die gleichen Masten sein, die zukünftig auch die Oberleitung hängen. Da kommen also keine Masten hinzu. Ich wollte aber eigentlich zum Herrn Duda was sagen, zu der hydraulisch gebundenen Tragschicht, weil mir das, also es widersprach, er hat diesen Text ja schon mal veröffentlicht, widersprach meinem Kenntnisstand und deswegen habe ich gerade heute Morgen nochmal mit jemandem telefoniert vom Fach, von der Strabag, von einer Firma, also die Straßenbahnen baut, die sitzt hier in Wiesbaden, auch hier in Wiesbaden, die hat die Mainzelbahn mitgebaut und die klare Aussage ist, dass diese Aussage zu der hydraulisch bindenden Tragschicht fachlich falsch ist. Es gibt diverseste Ausführungen von Rasengleisen und es gibt sehr, sehr viele Ausführungen, die eben sehr wohl zulassen, dass fallendes Regenwasser in den Erdbereich ins Grundwasser versickern kann. Okay, Dankeschön. Ja, ja. Frau Christ, haben Sie noch Fragen? Weil ich habe schon zwei Fragen hier liegen, die nicht unmittelbar zum Thema Stadtgestaltung, sondern eher zu dem vorherigen Punkt passen. Gut. Herr Mumme, anschnallen. Es geht los. Es gibt zwei Fragen zu den Haltestellen. Ich hatte es auch so verstanden. Wie können keine Haltestellen wegfallen, wenn auf der Strecke der Citybahn kein Busverkehr gleichzeitig stattfindet? Sie hatten gesagt, es fällt keine Haltestelle weg. Diese sollen dann von anderen Buslinien übernommen werden. Das ist eben Tangentialverkehre oder sonstige Neubuslinien. Die fahren nicht parallel zur Citybahn? Die fahren nicht parallel, genau so ist das, ja. Aber sie fahren dann quer oder benutzen für kurze Zeit dieselbe Strecke? Richtig, aber fahren halt nicht komplett jetzt einer Straßenbahn auf einer definierten Länge von, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 Kilometern hinterher. Das ist auch eine Antwort auf die nächste Frage, nämlich werden die Haltestellen von einer neuen Linie weiter bedient? Neu oder umgeleitet. Korrekt, so ist es, ja. Ja. Was passiert bei Trockenheit, fragt Herr Reinicke den Herrn Kraft. Wird das Rasengleis dann bewässert? Oder will jemand anders antworten? Geht da jemand mit der Gießkanne rum? Also fachlich kann das wahrscheinlich der Herr Murmel besser beantworten als ich, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Erfahrungen. Jetzt am gegen Ende des Abends mal richtig hart für Sie. Ja, das bin ich gewohnt. Nein, das ist so, natürlich bei Trockenheit, das ist ein bisschen besser, dass es eben bleibt. Wie hier wieder gesagt wird, grundsätzlich die Fläche Rasengleis ist oder Grundgleis, wie wir es nennen, es muss nicht immer nur Rasen sein, oder andere Pflanzen sein, muss entsprechend gepflegt und gereinigt werden. Ansonsten funktioniert das nicht und sieht natürlich auch nicht schön aus. Aber da muss die Stadt Wiesbaden bzw. eben die anderen Kommunen halt hinterher sein, um das auch entsprechend zu pflegen. Ja, das hat im Internet auch für einige Diskussionen gesorgt. Also was passiert mit den Rasengleisen? Reinigt die einer, gießt die einer? Ja, es muss da etwas gemacht werden. Darf ich mal? Herr Duda. Kurze Frage an den Herrn Mumme. In den Plänen der Planungsgemeinschaft Citybahn sind einzelne Querschnitte eingetragen. Die finde ich aber nirgends. Wo dann man auch sehen könnte, vielleicht wie das Rasengleis dann unten drunter aufgebaut wird. Es gibt ja verschiedene Bauarten, da habe ich keine, da stimme ich durchaus zu, aber
Ich habe ja auch nur gesagt, normalerweise sieht das so aus. Also Sie fragen, wo man das einsehen kann. Können Sie mir den Zugang verschaffen, dass ich mir das auch mal angucken kann? Selbstverständlich können Sie Zugang bekommen. Es ist so, dass wir nicht grundsätzlich jeden Plan auch tatsächlich veröffentlichen. Aufgrund der Vielzahl, das ist so. Aber selbstverständlich lade ich Sie gerne ein bei uns. Sie können sich alle Pläne anschauen, die wir haben. Das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Können wir sehr gerne machen. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Mitmachen. Natürlich könnten wir noch ewig weiter diskutieren. Das können Sie ja auch zu Hause in den Wohnstuben. Wir werden jetzt hier Schluss machen. Manche haben Eisbeine, denn Corona-bedingt haben wir hier eine junge Kollegin direkt hinter der Kamera und direkt am Fenster hat heute am meisten gelitten. Wir wollten hier einen schönen Durchzug haben. Die Aerosole haben keine Chance gehabt. Die haben sich auch wahrscheinlich eine Lungenentzündung geholt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Was nicht so durchkommt, das ist bürgerliches Engagement, ob man jetzt für oder gegen die Citybahn ist. Ich glaube, wir haben auch gemerkt, hier verdient keiner einen Euro daran, dass er für oder dagegen ist, sondern das ist viel Arbeitszeit für beide Parteien gewesen. Der eine ruft heute Morgen nochmal bei der Strabag an, die andere liest sich dann die entsprechenden Texte durch, der dritte versucht, die Gleiseinbettung nachzuvollziehen. Also großes Kompliment, denn das muss auch sein, das kann man nicht der Regierung oder der Opposition überlassen. Großes Dankeschön aber auch an die Technik, die ich sehe hier, wie viele da sitzen und tätig sind und dafür gesorgt haben, dass es nach meinen Informationen einen reibungslosen Ablauf gegeben hat. Unglaublich bei den limitierten Möglichkeiten, die wir hatten bei diesen Last-Minute-Entscheidungen. Vielen Dank, dass Sie so initiativ waren, gesagt haben, wir möchten unbedingt mitmachen, Herr Kraft und Herr Lück da draußen im Homeoffice. Es hat super geklappt. Also wir werden jetzt immer mit so Korrespondenten arbeiten, die wir dazu schalten. Herr Mumme, ja, man könnte behaupten, Sie würden dafür bezahlt, werden Sie aber nicht. Das ist jetzt schon wieder eine Überstunde für den Job, den Sie offenbar sehr gerne machen. Sehen wir uns morgen Abend eigentlich wieder? In Taunusstein? Ah ja, siehste. Okay, jeder macht so seinen Job. Ja, vielen Dank auch an Frau Leubner, an Herrn Domes, an Frau Christ und die vielen anderen der Redaktion. Ja, es gibt leider sehr kritische Bürgerinitiativenmitglieder, für die ich jetzt eine schlechte Nachricht habe. Sie werden die Berichterstattung von diesem Abend leider nicht lesen können. Sie haben Ihr Abo gekündigt und haben gedacht, Sie würden damit Wirkung erzielen. Die haben Sie. Ich bin stinkesauer auf solche Leute. Das ist für mich Erpressung. Und ich nenne keine Namen, aber wenn die mir über den Weg laufen, werde ich sie stellen. Denn das gehört sich nicht. Unsere Zeitung ist ein Teil der Demokratie. Und wir bemühen uns jeden Tag, objektiv zu schreiben. Das gelingt uns mal an dem einen Tag besser als an einem anderen. Aber hier zu unterstellen, das ist böswillig und das werden wir uns auch merken. Gott sei Dank ist es eine Promille Minderheit, denn die anderen haben uns vertraut und ich glaube, wir haben heute Abend nochmal bewiesen, dass sie das zu Recht getan haben. Das Wichtigste ist jetzt aber, dass sie am 1. November tatsächlich auch ihre Meinung kundtun, denn damit zeigen sie auch Bürgerengagement. Vielen Dank und bis bald vielleicht. Tschüss. Tschüss.